Je weiter sich die Menschheit von ihrem Ursprung entfernt, je länger wir unsere Bindung mit der Natur verleugnen, desto weiter entfernen wir uns von Perfektion. Wir sind die einzigen Lebewesen auf dem Planeten, die Symbole benutzen, um Bezüge auf etwas herzustellen. Wir benutzen Symbole für absolut alles, was sich der Verstand nur erdenken kann. Es gibt mindestens ein Wort, Handzeichen oder Geste, um alles auszudrücken, was unsere fünf Sinne wahrnehmen und verarbeiten können. Aber in Verbindung mit diesem wundervollen Geschenk gibt es eine Schwachstelle. Die meisten Menschen sind nicht gewillt, ihre eigenen Deutungen dieser Symbole zu suchen und zu erschaffen. Stattdessen übernehmen sie blind vorgefasste Definitionen, die sie durch unbekannte Quellen bekamen. Deshalb wird vieles im Verständnis des Lebens ohne unser Wissen vordefiniert. Worte können verdreht und zur Manipulation verwendet werden, anstatt zu informieren. Symbole können benutzt werden, um zu teilen, anstatt zu verbinden. Denjenigen, denen die Zuständigkeit und Berechtigung zugesprochen wird, um Informationen in der Öffentlichkeit zu verbreiten, wird die Möglichkeit zugestanden, damit zu machen, was sie wollen. Hört gut zu. Alle 26.000 Jahre durchläuft unser Sonnensystem die 12 Sternzeichen. Uralte Zivilisationen wie die Hopi, Ägypter, Cherokee, Apachen und Maya waren sich des großen Zyklus bewusst und entwickelten daran angelehnte Kalender. Dieser Zyklus entsprang verschiedenen Naturereignissen wie der Sonnenbahn um Alcyon, dem zentralen Stern der Plejaden, sowie dem 260 Tage andauernden Zyklus der menschlichen Schwangerschaft. Dieser Zyklus wird unterteilt in 5 Unterzyklen von je 5.125 Jahren, von welchem jeder als eine eigene Ära betrachtet wird. Der aztekische Kalender des mesoamerikanischen Sonnensteins stellt jeden Zyklus so dar, dass er jeweils von einem der 5 Elemente zerstört wird. Der Zyklus, in dem wir uns gerade befinden, ist die Ära der 5. Sonne, 3113 vor Christus bis 2012 nach Christus. Genauer gesagt endet dieser Zyklus am 21. Dezember 2012. Kulturen und Zivilisationen der Maya wussten von diesem Datum und Nostradamus prophezeite es sogar. Der vierte Erdzyklus, in dem wir uns gerade befinden, ist auch bekannt als Bewegung, Veränderung, Evolution und Bewusstsein. Zeitmesser der Maya verkündeten, dass die Erde durch Feuer, Erde, Luft und Wasser gegangen sei. Das finale Element ist Äther oder Zenter. Die Hopi glaubten, dass die vierte Welt der Zerstörung endet und die fünfte Welt des Friedens am 21. Dezember 2012 beginnt. Der große Zyklus wird unterteilt in das, was die Maya als die 13 Baktuns bezeichnen. Die Erde begann ihren 13. Baktun im Jahr 1618. Dieser wurde bekannt als Triumph des Materialismus und als die Zeit des großen Vergessens mit der Voraussage, dass die Menschheit ihre Wahrnehmung der Verbundenheit mit der Natur verliert, und zwar durch äußerliche Besitztümer. Von diesem Zeitpunkt an wurden Egoismus und Dominanz zu vorherrschenden Triebkräften der zivilisierten Welt. Nicht zufällig war dies exakt die Zeitenwende, als durch die Papstweihe Gregor des 13. den eingeborenen Völkern der 12-monatige Kalender wie auch die erste mechanische Uhr aufgezwungen wurde. Dies wurde bekannt als der Fehler in der Zeit. Vor der Benutzung dieser zwei Instrumente durch die römisch-katholische Kirche wurde jedes Jahr in 13 Mondzyklen zu je 28 Tagen unterteilt. Aber das Schädlichste an diesen Instrumenten war die Deutung, dass Zeit etwas Externes, etwas Anorganisches und außerhalb des Körpers sei, das wir beobachten und befolgen müssen. Der Maya-Prophet Paikalwotan aus dem 7. Jahrhundert hinterließ eine kraftvolle Botschaft für alle zukünftigen Generationen. Wenn sich die Menschheit vor der biosphärischen Zerstörung bewahren will, muss sie zum Leben in natürlicher Zeit zurückkehren. Er hat auch unsere beschleunigte technologische Gesellschaft und den Schaden durch unsere kollektive Abweichung von Naturgesetzen im Austausch gegen materielle Werte vorhergesagt. Astrologie und das Studieren des Himmels sind so alt wie die Zivilisationen selbst. Über die Jahrtausende hinweg haben neue Religionen die zuvor verbreiteten heidnischen Religionen ersetzt. Der Mensch war so durchdringend von den Objekten am Himmel fasziniert, dass er Sternbilder aus ihnen erstellte und Geschichten an sie anlehnte. In der griechischen Mythologie wurden diese als Götter personifiziert.
Wir bemerken in den Strukturen, die bis heute Bestand haben, dass die ältesten Zivilisationen mehr Reichtum, Macht, Zeit und Anstrengung in die Lokalisierung der Sterne investiert haben als in jede andere Praktik. Dies wird allgemeinhin ihrer Neugier zugeschrieben. Aber die Wahrheit wird deutlicher, je näher wir den Zeitpunkt des Nulljahres am 21. Dezember 2012 kommen. Es ist eine allgemeine Fehleinschätzung, dass die heidnischen Religionen heute kaum noch praktiziert werden. Tatsächlich ist das Heidentum in seiner Evolution die wohl am häufigsten praktizierte Form der Religion. Ihr fragt euch vielleicht, wie das möglich ist. Die Antwort ist verborgen in nahezu allen modernen Religionen. Aber wer würde die Macht und das Verlangen haben, eine scheinbar längst vergessene Religion in solch gegensätzlichen Konfessionen zu integrieren? Dr. Adam Weishaupt wurde am 6. Februar 1748 im bayerischen Ingolstadt in Deutschland geboren. Dieser interessante Charakter war der Sohn eines Rabbi und konvertierte nach dem Tode seines Vaters zum Katholizismus. Nachdem er französische Philosophen wie Voltaire studiert hatte, lernte er angeblich am französischen Hof die Lehren des Satanismus. Der weltbekannte Bankier Meyer Amtsche Rothschild aus der Rothschild-Dynastie wählte Weishaupt aus, um den Bund der Goldenen Dämmerung zu gründen, welcher bis zum heutigen Tag Rothschilds eigener Bund ist. Amtsche Rothschild zettelte auch die amerikanische Revolution an, Amerikas angebliche Befreiung von Großbritannien. Rothschild beauftragte Weishaupt, den Bund der erleuchteten Edelmänner in Bayern zu gründen, besser bekannt als Orden der Illuminaten. Nach den Lehren Luzifers bedeutet der Name der Überbringer des Lichts, der Illuminierte oder Erleuchtete. Das Tribunal war der innere Zirkel der Supreme Order und sie waren die einzigen, welche zu Geheimtreffen zugelassen waren. In Nesta Websters Buch Weltrevolution schreibt sie, die Kunst der Erleuchteten lag im Anwerben von Betrügern wie auch von Fachkundigen und der Förderung von visionären Träumen oder fanatischen Intrigen. Durch schmeichelnde Eitelkeit von Egoisten, durch das Beeinflussen von wankelmütigen Geistern oder das Ausnutzen von Machtbesessenheit und Gier, um völlig verschiedene Männer zu Dienern der Sekte zu machen. Menschen mit Geld waren willkommen, aber sie wurden von den eigentlichen Geheimnissen ferngehalten. Der Zweck ist, Macht und Reichtümer zu erlangen, die weltlichen oder religiösen Regierungen zu unterlaufen und die Herrscher der Welt zu wehren. Das Ziel des Ordens war und ist es, die Menschheit von jedweder Form der Religion zu befreien. Das Aufsteigen durch die politische und religiöse Hierarchie wurde durch Erpressung erreicht. Mächtige Männer wurden durch Sex mit örtlichen Prostituierten erpresst. Im 16. und 17. Jahrhundert konnten hochrangige Vertreter politischer und religiöser Gruppen für ein solches Vergehen mit dem Tode bestraft werden. 1780 wurde Baron Franz Frederick Carnegie rekrutiert. Er war maßgeblich für die Verbindung der Freimaurer mit den Illuminaten verantwortlich. Dies ermöglichte es den Illuminaten, sich mit Hilfe der Freimaurerlogen rapide auszubreiten. Am 29. August 1781 erklärte der Kongress von Wilhelmsbad die Allianz für offiziell. Die Anwesenden mussten unter Eid schwören, nie etwas nach außen dringen zu lassen. Baron de Vrieux, ein Freimaurer der Martinsloge von Lyon, wurde über das Treffen befragt. Er sagte: Ich kann Ihnen nur sagen, dass all dies viel ernster ist, als Sie denken. Die Verschwörung ist so fein gesponnen und so gut ausgedacht, dass es für die Monarchie und die Kirche unmöglich sein wird, ihr zu entkommen. Später verleugnete er die Illuminaten. Sir John Dee. John Dee war ein Diener von Königin Elisabeth aus der Tudor-Dynastie. John Dee war der Kopf des britischen Geheimdienstes MI5. Er war auch für seine Praktiken der schwarzen Magie und des Okkultismus bekannt. Wenn ihr das erste Mal von Okkultismus hört oder euch seiner Dominanz in der Gegenwart nicht bewusst seid, hört gut zu. Heidnische Symbole, Götter, Rituale und Lehren sind die Grundlage für fast alle religiösen Praktiken auf der Welt. Die christlichen oder katholischen Symbole des Kreuzes sind von der Sonnenwende und der Tag- und Nachtgleiche des Tierkreiszeichenkalenders abgeleitet. Das Wort Himmel bezieht sich darauf, was heidnische Religionen als kosmische Körper bezeichnen. Der Übergang aus der Ära der Fische in den Wassermann ist eigentlich eine Bezugnahme auf Sternenbilder, welche interessanterweise zur selben Zeit ereignen, wie es der große Ablauf der Maya und anderer Kulturen prophezeit hat. Wie zuvor erwähnt, sind heidnische Rituale in allen heutigen monotheistischen Religionen verbreitet. Beschneidung ist ein heidnisches Ritual, um einen Mann in eine Zeremonie zu markieren. Hochzeiten sind von Natur aus heidnisch, da ein Ring getragen wird, der den Ring des Saturns symbolisiert.
Beerdigungen folgen demselben heidnischen Ritual, wenn ein heiliger Stein über den Grab platziert wird, um den Geist des Körpers freizusetzen. Die Taufe ist ein Ritual, bei dem ein Kind in heiliges Wasser eingetaucht wird, um die Erneuerung des Lebens zu symbolisieren, genauso wie Regen die Erde reinigt. Der mit Wein gefüllte heilige Gral repräsentiert das Blut, das während der Menstruation aus dem Geburtskanal austritt, nicht das Blut Christi. Dieses Ritual wurde von der patriarchischen Gesellschaft übernommen. Männer können kein Leben erschaffen, wie Frauen. Um die Entstehung des Lebens durch den Mann zu symbolisieren, muss er Blut geben, was nur durch Verletzung geschehen kann. Im alten Ägypten war die Göttin Isis die Verkörperung der Weisheit. Pharao Echnaton änderte den Kult zur Anbetung seiner selbst, als er sich in Amen-Wa umbenannte, den Sonnengott. Das Wort Amen am Ende eines Gebetes antwortet auf das Lob, das Amen-Ra gegeben wird. Später verließen die Hebräer Ägypten und wanderten nordwärts in den Mittleren Osten, wo sie die Kanaiten trafen, die den Saturngott El anbeteten. Die Zusammenfassung dieser drei Gottheiten wurde bekannt unter dem Namen des Landes, welches sich heute als Isis, Wa, El bekannt ist, oder Israel. 98% des Judentums basiert auf der Anbetung des Saturns. Und der heilige Tag der Anbetung ist Sonntag. Die am Sonntag stattfindende Anbetung kommt ursprünglich von den Ägyptern, welche den Sonnengott huldigten. Die meisten Menschen übersehen diese Zusammenhänge und hinterfragen sie nicht. Aber das ist nur ein geringer Teil des heidnischen Einflusses auf unsere Zeit. Er existiert nicht nur in der Religion, sondern auch direkt vor unserer Tür. Am 22. Januar 1783 ratifizierte der Kongress ein Abkommen. Es besagt, dass alle ausgesetzten Kredite, Gelder und vertragliche Schulden durch oder unter der Autorität des Kongresses noch vor der Entstehung der Vereinigten Staaten als Aufwendung für die USA bezüglich Entschädigungszahlungen angesehen werden. Die Vereinigten Staaten und die Öffentlichkeit verpflichten sich zu dieser Schuld. Die Seite, der die Vereinigten Staaten diese Kredite schulden, King George. Ich hoffe, dies zeichnet ein Bild, wie Großbritannien beide Seiten der Revolution unterstützte. Bis zum heutigen Tag erhält Großbritannien US-Steuergelder via dem IRS. Der IRS ist nicht mal eine Behörde der US-Regierung. Wenn ihr mir nicht glaubt, schaut euch die Veröffentlichung 6209 des IRS an. Die FCC, CIA, FBI und NASA waren niemals Teil der US-Regierung. Die Regierung hält nur Besitzanteile an den verschiedenen Behörden. Sozialversicherungsnummern werden auch von den Vereinigten Nationen durch den IMF ausgegeben. Der Bürgerkrieg, der von 1861 bis 1865 dauerte, wurde ebenfalls durch Amschel Rothschild angestiftet, um die Vereinigten Staaten zu teilen und sie in die Schuld der Zentralbank zu zwingen. Das Ziel war es, das Land durch Kriegsschulden zurück in die Abhängigkeit von Großbritannien zu bringen. Um dies zu erreichen, war es entscheidend, ein kontroverses Thema wie die Sklaverei in der Schwebe zu halten, im Wissen, dass die Unabhängigkeitserklärung einen Aufstand unter den Südstaaten erzeugen würde, welche stark von der Sklavenarbeit abhängig waren. Sie wurde in Philadelphia, Pennsylvania, von 35 Personen unterzeichnet, 33 davon waren Freimaurer. John Brown war ein Freimaurer und ein Rosenkreuzer, der durch William Lloyd Garrison und den Senator Charles Sumner an die Macht kam. Beide waren Abkömmlinge der Blutlinie der Illuminaten. Mit Hilfe der New York Times wurde John Brown zu einem Helden in der Antisklavereibewegung aufgebaut. Ulysses S. Grant, der ehemalige Präsident, wurde als Hiram Ulysses Grant geboren. Der Name wurde ihm durch seinen Vater und der Meister der Freimaurer Jesse Root Grant gegeben. Jesse Root Grant arbeitete für John Browns Vater und danach für E.A. Collins, einer der 13 Blutlinien der Illuminaten. Ulysses S. Grant wurde schnell durch Collins an die Macht gebracht. Vom April 1861 bis Mai 1864 stieg Grant von dem Rang eines einfachen Soldaten zum Kommandanten der gesamten Unionsarmee auf. Als Grant zum Präsidenten ernannt wurde, bestand sein Kabinett aus 8 Freimaurern, einschließlich Alfonso Taft. Er war William Tafts Vater, welcher übrigens ein Vorfahre Bill Clintons war. Jonas Mills Bundy gehörte zu den 13 Illuminati-Linien und war der Berater Grants, ebenso wie der nächsten beiden Präsidenten.
Und das Kabinettmitglied Columbus Delano war Franklin Delano Roosevelts Großvater. Am 21. November 1933 schrieb Präsident Franklin Roosevelt: Der wahre Grund dieser Sache ist, wie Sie und ich wissen, dass ein Element in den großen Finanzzentren die Regierung steuerte, seit den Tagen von Andrew Jackson. Abraham Lincolns Vater war A.A. Springs, welcher ebenfalls Teil der Rothschild-Dynastie war. Lincolns Halbbruder arbeitete für Louis K. Pasteur, ebenfalls Teil der 13 Illuminati-Linien. Pasteur war auch der Besitzer von Jekyll Island, wo die Federal Reserve Bank geschaffen wurde. Mitte 1800 versuchten Abraham Lincoln und die Senatoren verzweifelt, Andrew Jackson davon abzuhalten, einen Goldstandard zu etablieren, genannt Independent Treasury System. Lincoln und seine Partei erkämpften die Einsetzung einer Zentralbank durch öffentliche Reden wie: Unter einem Gold- und Silberstandard werden alle mehr oder weniger leihen und viele werden alles verlieren, was das Leben lebenswert macht. Dieser Satz enthält Elemente der Furchteinflößung in dieser und anderen Lincolns Reden zu dem Thema ohne echte Beweise oder Begründungen. Anfang des 20. Jahrhunderts, nach dem fehlgeschlagenen Versuch Woodrow Wilsons, eine Liga der Nationen nach dem Ersten Weltkrieg zu etablieren, gründete Wilson und sein Berater Colonel House das Institute of International Affairs. Dieses Institut hatte zwei Abteilungen, eine in England namens Royal Institute of International Affairs und der Council on Foreign Relations wurde als amerikanische Zweigstelle am 29. Juli 1921 in New York angeschlossen. Als Gründungsmitglieder fungierten Colonel House, J.P. Morgan, John D. Rockefeller und andere. Die nationale Einkommensteuer, welche im Kongress durch Senator Nelson Aldrich eingebracht wurde, wurde 1895 durch den obersten Gerichtshof für verfassungswidrig erklärt. Dies macht vor allem dann Sinn, wenn man bemerkt, dass Nelson Aldrich auch als offizielle Stimme von J.P. Morgan bekannt war. Später heiratete er in die Rockefeller-Familie ein. Heutzutage sind 27-35% des Einkommens amerikanischer Arbeiter Steuerabgaben und dieses Geld geht an eine Zentralbank, die Federal Reserve oder Fed. Für diejenigen, denen die Federal Reserve Bank und ihr Wirken unbekannt sind, es handelt sich um eine nicht durch die Regierung kontrollierte Bank, welche die Währung der Vereinigten Staaten ausgibt. Sie kontrollieren die Inflation durch die Menge des im Umlauf gebrachten Geldes. Aber der erstaunlichste Aspekt der Zentralbank ist die Aufschiebung von Hartgeldzahlungen, durch welche sich die Fed weigern kann, ihre Verpflichtungen zu begleichen, obwohl Steuerzahler ihre Schulden bezahlen müssen oder bankrott gehen. Einfach ausgedrückt, die Aufschiebung von Hartgeldzahlungen ist das Recht der Zentralbank, den Vertrag ohne jede Strafe zu brechen. Noch einfacher ausgedrückt handelt es sich um Diebstahl. Aber warum wird der Fed zugestanden, jeden Vertrag ohne Strafandrohung durch die Regierung zu brechen? Die Antwort ist einfach. Die Federal Reserve Bank besitzt Macht über die Regierung, nicht andersherum. Carol Quigley, Bill Clintons Mentor an der George Stanley Universität, schrieb über Zentralbanken: Sie wollen nichts anderes als ein weltweites finanziell kontrolliertes System in privater Hand, das in der Lage ist, das politische System jedes Landes und die Weltwirtschaft als Ganzes zu dominieren, kontrolliert durch die Zentralbanken in feudalistischer Manier, in Abstimmung durch Geheimabkommen und erreicht durch regelmäßige private Treffen und Konferenzen. Es ist wichtig zu wissen, dass nahezu alle Gründer der Federal Reserve Bank an der Entstehung des Council on Foreign Relations beteiligt waren. Seit 1934, als die Fed etabliert wurde, waren nahezu alle Staatssekretäre, Sekretäre des Krieges oder der Verteidigung seit Henry S. Stimsons, nahezu jeder Chef der CIA seit Allen Dulles, nahezu alle Präsidentschaftskandidaten, Dwight D. Eisenhower, JFK, Richard Nixon und Bill Clinton, Mitglieder des CFR. George Bush Senior war sogar der Direktor des CFA von 1977 bis 1979. All diese hochrangigen Regierungspositionen werden von den Organisationen vergeben, welche durch das internationale Bankenkartell gegründet wurden. Geheime Treffen werden überall von vielen derselben Teilnehmer abgehalten, wie der Trilateralen Kommission, der Bilderberg-Gruppe, den Club of Rome, den Vereinten Nationen und den beiden Abteilungen des Institute of International Affairs. Diese Gruppierungen lassen sich zusammenfassen als die durch Cecil Rhodes entwickelte Tafelrunde. Andere Ausläufer oder zuarbeitende Gruppen sind der Bohemian Club und die Skull and Bones Organisation an der Yale-Universität, von der man weiß, dass George W. Bush, George Bush Senior und John Kerry Mitglieder waren. Nahezu jedes Treffen dieser Gruppen wird von den einflussreichsten Regierungsvertretern, Geschäftsführern, Medienmogulen und Vertretern von Königshäusern besucht. Diese Treffen werden im Geheimen abgehalten und kein Wort davon erreicht die Massenmedien.
Warum können so viele mächtige Personen unbehelligt von den Massenmedien Treffen beiwohnen und nichts davon erreicht die Öffentlichkeit? All das macht nur dann Sinn, wenn man annimmt, dass einfache Bürger nichts von dem erfahren sollen, was an der Spitze abläuft. Gibt es denn eine Kontroverse darüber, dass heutzutage zur Erlangung von Macht Strategie und Intelligenz vonnöten sind und keine brachiale Gewalt? Die Logik gebietet es, dass ein Sieg in jeder Sportart oder jedem Spiel nur erreicht werden kann, wenn man seine Strategie geheim hält. Warum sollte es in der globalen Politik grundlegend anders sein? Wenn ich einen Schachprofi fragen würde, was die Grundvoraussetzungen sind, um ein professioneller Schachspieler zu werden, dann würde er vier Dinge nennen. Man braucht Ausdauer. Wenn man keine Ausdauer hat, braucht man das Spiel erst gar nicht zu lernen. Man braucht einen Sinn für Timing. Man braucht Kenntnis über seinen Gegner. Und das vierte, was er sagen würde, ist, dass man gewillt sein muss, jedes nur erdenkliche Opfer zu bringen. Nun, meine Damen und Herren, warum gewinnt die dunkle Seite das Spiel? Weil sie grenzenlose Ausdauer besitzt. Sie arbeiten an dieser Sache seit 50.000 Jahren, das nenne ich mal Ausdauer. Sie haben einen brillanten Sinn für Timing, weil sie alles über Astrologie und die Prophezeiungen wissen, was wir vergessen haben. Unsere Vorfahren wussten alles darüber, waren sich über den julianischen Kalender bewusst. Wir interessieren uns für all diese Dinge nicht mehr. Wir sind Sklaven der Uhr geworden, aber wir wissen nichts mehr über die höhere Zeit, die unser eigenes Leben bestimmt. Sie haben ein erstaunliches Wissen über euch, sie haben erschöpfendes Wissen über uns, ihren Gegner. Und das vierte ist entscheidend, nicht wahr? Sie sind gewillt, jedes erdenkliche Opfer zu leisten, wo und wann auch immer es benötigt wird. George W. Bush ist ein direkter Nachfahre Gottfried de Bouillons. Die Bouillons waren Bedienstete von Papst Gregor VII. Und führten die europäischen Adligen in die Kreuzzüge, um Jerusalem vom Islam zurückzuerobern. Er wurde der erste König von Jerusalem und Herzog von Unterlothringen, welches bekannt war als Hauptregion für die Blutlinien der Illuminati. Bush ist eng verwandt mit allen europäischen Monarchen. Er ist unter anderem der 13. Cousin von Königin Elisabeth und Prinz Charles. Er ist ebenfalls blutverwandt mit jedem Mitglied der englischen Königsfamilie im Hause Windsor. Das Haus von Windsor legte seinen deutschen Namen nach dem Ersten Weltkrieg ab, aufgrund von Kritik des Volkes. Eine weniger bekannte Tatsache über das Haus von Windsor ist jedoch deren intensive finanzielle Förderung, um Adolf Hitler zum Beginn des Zweiten Weltkrieges an die Macht zu bringen. Die Swastika ist eigentlich ein Symbol der Sonne, welches auf den okkulten Sonnenablauf verweist. Das Wort Nazi heißt eigentlich Nasi und war eines der Anunnaki-Kinder der Gottesmutter Ninkasag in den sumerischen Schriften. Und sogar das Wort Holocaust ist eigentlich jüdisch für Opfergabe durch Verbrennung. Heinrich Himmler war Kommandant der SS und einer der mächtigsten Männer in Nazi-Deutschland. Himmler war Okkultist 7. Grades und wurde stark durch das Buch Ostara von George Linz, dem österreichischen Mystiker, beeinflusst. Dieses okkulte Buch beschrieb den Plan einer ethnischen Säuberung, um eine einzelne Rasse hervorzubringen und die alte Tradition der Tempelritter des Mittelalters wieder zu beleben. Die Tempelritter wurden größtenteils durch die französische Monarchie umgebracht. Die verbliebenen Templer schufen viele freimaurische Orden und Geheimgesellschaften in ganz Europa, aus denen, so wird angenommen, die Illuminati hervorgingen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass der Vorfahre der Bush-Familie, Gottfried de Bouillon, selbst ein Templer war. Bis zum heutigen Tag hat jeder US-Präsident ohne Ausnahme eine direkte Verwandtschaft der Blutlinien zu den britischen Monarchen. Am 20. Dezember 1993 wurde George Herbert Walker Bush durch die Königin von England zum Ritter des Großen Kreuzes geschlagen, dem ehrenhaftesten Orden des Bath, für seine Führung im Golfkrieg.
Kommt es euch nicht merkwürdig vor, dass unser Präsident, unser Führer, vor der Königin von England kniet in einer Zeremonie, die Gefolgschaft symbolisiert? Was bedeutet das alles? Es bedeutet einfach, dass in jeder großen Zivilisation die politische Macht stets in wenigen ausgewählten Blutlinien verblieben ist und noch heute verzweifelt in gleicher Manier aufrechterhalten wird. Es wird offen zugegeben, dass die wichtigsten Führer weltweit Mitglieder geheimer Orden sind oder an Geheimtreffen teilnehmen. Aber was die Absicht dieser Treffen ist, wird nicht an die Öffentlichkeit gebracht. Lasst es mich für euch aussprechen. Die Mächtigen dieser Welt sind Teil der vereinten Bestrebung, für immer an der Macht zu bleiben. Um das zu erreichen, werden die Menschen in die Falle der immerwährenden Schuld gelockt, sodass es ihnen nicht möglich ist, die Schulden jemals abzubezahlen. Im Gegenzug wird das gesamte Eigentum und die Anlage durch den Kreditgeber zurückbeansprucht. Für diejenigen, die nicht wissen, was es bedeutet, wenn eine Regierung alles von euch besitzt, man nennt es Sozialismus. All das ist Teil eines ultimativen Zieles der mystischen Religion. Die mystische Religion, welche das Heidentum ist, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben. Aber der heute bekannte heidnische Glaube ist nicht annähernd so involviert wie die mystische Religion. Es ist weit weniger verwirrend, als ihr denkt. Versucht diese Praktik weniger als Religion und mehr als Ambition zu begreifen. Die Ambition ist es, Erleuchtung zu erlangen. Hierbei geht es nicht um eine übermenschliche Intelligenz oder Fantasie. Die Gottesgeschenke sind sehr simpel. Omnipräsenz. Die Macht eines Wesens oder Bewusstseins, überall zur selben Zeit zu sein. Allwissenheit. Die Macht, alles zu wissen, was man wissen kann. Und Allmacht. Die unbegrenzte Machtgewalt inne zu haben. Wir sehen all das heutzutage. Es kann nicht abgestritten werden. Wenn ihr immer noch nicht glaubt, dass die mystische Religion heute allgegenwärtig ist, schaut einfach in eure Umgebung. Es gibt buchstäblich tausende von Denkmälern und Emblemen der alten Religion an jeder politischen Institution. Sogar auf militärischen Uniformen kann man solche Symbole überall finden. Und nicht nur in den USA. Die gleichen Symbole findet man an Uniformen jeder Nation. Und warum sollte das so sein? Weil ein Leben eine Opfergabe darstellt, wenn es an einem bestimmten Ort zur ausgewählten Zeit und auf spezifische Weise genommen wird. Um dies weiter zu erläutern, am 20. März 2003 begann Präsident Bush die Bombardierung Bagdads um 5.50 Uhr nach Bagdad-Zeit. Der Angriff dauerte bis zum 21. März. Er wurde durch die Mainstream-Medien als Schock und Ehrfurcht bezeichnet. Aber laut der mystischen Religion ist dieser Tag als Vortrag der Ostara bekannt, mehr allgemein als die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Okkultisten verehren die Göttin der Erde Gaia an diesem Tag. Die Druiden kannten den Tag als Fruchtbarkeitstag des Frühlings, den Tag des Festmahls. Der Krieg wurde abrupt am 1. Mai 2003 beendet. Dieses Datum ist im druidischen Kalender als Beltane oder Walpurgisnacht bekannt. Es wurde nach der heiligen Walburga benannt, der heidnischen Gottheit der Fruchtbarkeit. Das heidnische Ritual ist es, der Erde Blut zu geben und das Leben für den Gott der Fruchtbarkeit zu erneuern. Und es dauerte vom 20. März bis 1. Mai, der beste Zeitpunkt, um einen Krieg in den Tagen der rituellen Opfergabe zu erklären und ihn exakt mit dem Ende des heidnischen Rituals zu beenden. Die Parallelen sind verblüffend. Diese Fakten sind in vielen Quellen auf der ganzen Welt beschrieben. Jeder kann sie entdecken. Das Verbinden der Punkte ist euch überlassen. Aber zieht eure eigenen Schlüsse, anstatt euch auf die Schlussfolgerungen zu stützen, zu denen andere vor euch gekommen sind. Die richtigen Antworten sind solche, die du als richtig betrachtest. Vielleicht ist alles, was ich dir sage, falsch. Wenn ich dir sage, was ich denke, so kann es mehr oder weniger richtig sein. Aber es gibt keinen Grund, wieso du mir Beachtung schenken solltest. Jetzt weißt du, warum sie dich vernichten wollen. Heute gibt es so viel Durcheinander darüber, was das Christentum eigentlich ist. Denn von allem, wovon ich dachte, es sei Christentum, fand ich heraus, dass das nicht war. Wenn das so weitergeht, wird alles umgeworfen.
Ja, diese Veränderung und Umwerfung ist sorgfältig geplant. Es gibt heute in den USA nichts, was durch Zufall passiert. Nichts. Es gibt nichts, was in der katholischen Kirche heute durch Zufall passiert. Sie haben im Grunde eine uralte Hoffnung, die erfüllt werden soll. Man muss Esoterik richtig verstehen. Was gemacht wird, ist, man versucht zu verwirren, sodass gewöhnliche Menschen wie du und ich nicht begreifen, was geschieht. Man nimmt also eine Idee und platziert sie am Anfang und Ende eines Satzes. In den Mitten hingegen spricht man über Dinge, um die gewöhnlichen Menschen zu verwirren. Und all das geht zurück auf die uralten Zeiten und Themen der alten mystischen Religion. Das Okkulte ist heute in totaler ausführenden Kontrolle über Amerika und deshalb sind wir im Krieg im Mittleren Osten. Worum geht es dabei? Es ist Teil der andauernden Weltevolution, Teil der Bewegung um den Dritten Weltkrieg und ein Wandel in die neue Weltordnung und neue Weltreligion herbeizuführen. Dieser Gedanke wird unterstützt durch Gelehrte, Lehrer, Philosophen und Fachkräfte aus jedem relevanten Bereich aus aller Welt. Aber die Mehrheit der Menschen weiß darüber nichts, weil über 80% der Bevölkerung ihre Nachrichten ausschließlich über die Mainstream-Medien beziehen. Und wenn man die Hierarchie jeder großen Sendeanstalt bis zur Spitze hin nachvollzieht, findet man dieselben Leute, welche auch die Konzerne besitzen und die auf jede hochrangige politische Figur Einfluss ausüben, beziehungsweise in ihre Position bringen. They own networks from CBS to CNBC. They can use them to say whatever they please and put down the opinions of anyone who disagrees. Or stuff about PCBs. What are PCBs? They come from electric power plants built by Westinghouse and GE. They can give you lots of cancer that can hurt your body. But the big shots don't care. They're all sitting pretty thanks to corporate welfare. What's that now? They get billions in subsidies from the government. It's supposed to create jobs, but that's not how it's spent. They use tax and soft money to support congressmen who will over weapons programs again and again and let them dump toxic waste where the young ones play. ING made the bullets that shot JFK. You contribute to this chain every time you buy a product sponsored on this show. That's what NBC doesn't want you to know. Und für alle unter euch, die nichts von einer Weltregierung und Weltreligion wissen, ich fordere euch auf, eine Internetrecherche zur neuen Weltordnung zu machen. Ihr werdet überwältigt sein von der Anzahl an Menschen, die versuchen, das Wort an die Öffentlichkeit zu bringen. Das veranschaulicht gut, dass 87% der Bevölkerung ihre Ansichten entsprechend den Ideen anderer Menschen übernehmen. Nur 13% formen ihre Ansichten basierend auf Logik und Analyse. Und traurigerweise sind die zwei größten Faktoren, die zu Ignoranz der Menschen führen, folgende. Gruppendenken. Es ist ein Begriff, um eine Gruppe zu beschreiben, die nicht gewillt ist, über die allgemeine Meinung der Herde hinauszuschauen. Oft ist es dem Mangel an Antrieb oder Ambition geschuldet, dass man nicht die zugrunde liegenden Fragen stellt, um authentische Antworten zu bekommen. Aber wichtiger und gefährlicher ist, dass es genauso ein Verhalten ist, dass man befürchtet, von Experten oder Kollegen als dumm abgestempelt zu werden.
Beides. Religion ebenso wie Politik ist eine Form des Gruppendenkens. Worte wie Patriotismus und Glaube sind hochtrabende Worte, die letztendlich blinde Unterwerfung bedeuten. Es wird angeblich als Ketzerei und unpatriotisch angesehen, die Worte seines Führers in Frage zu stellen. Also hat die Angst, die übergeordnete höhere Macht zu stören, die Herde dazu getrieben, Gruppendenken zu praktizieren, ungeachtet der Folgen. Und eines der größten Beispiele für Gruppendenken ist das Stigma für Verschwörungstheorien. Der Begriff Verschwörungstheorie hinterlässt einen bestimmten Eindruck bei durchschnittlichen Menschen. Das JFK-Attentat, Area 51, Roswell, Vertuschung der Regierung, seltsames Verschwinden, diese Themen klingen ein wenig zu fantasievoll für den Normalbürger. Und das ist auch verständlich. Sie sollen erfunden klingen. Durch die Fehlübersetzung im Laufe der Zeit und Ausschmückung der Ereignisse wurden Fakten hinzugefügt oder ausgelassen. Einige mögen wahr sein, andere vielleicht falsch, aber eines ist sicher. Wenn ein globales Geheimnis bewahrt werden soll, das sich bereits in der Öffentlichkeit auszubreiten beginnt, so ist es die beste Vertuschungsmöglichkeit, die Geschichte so lange zu verzerren, bis sie lächerlich klingen mag. Was passiert also, wenn das Geheimnis die Regierung betrifft und die Regierung eng mit den Mainstream-Medien verbunden ist? Und die Mainstream-Medien, wie zuvor erwähnt, beeinflussen etwa 80% der öffentlichen Meinung. Die Logik ist unbestreitbar. Medien in jeder Form werden benutzt, um Menschen als dumm abzustempeln, wenn sie empfänglich für jede Art von Verschwörungstheorien sind. Filme, Bücher, Märchen, Folklore, alles sind Mittel, damit durchschnittliche Menschen sich verrückt fühlen, wenn sie Verschwörungstheorien unterstützen oder daran glauben. Und warum eigentlich nicht? Unsere Führer haben keine Probleme damit, uns zu sagen, wir sollten diesen Theorien keinen Glauben schenken, sie nicht näher untersuchen. Concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves. Die grundlegendste der heidnischen Praktiken ist die Kontrolle der menschlichen Population, um eine perfekte Balance zwischen Mensch und Natur zu erreichen. Das Ziel ist, die Population auf 500 Millionen zu reduzieren, was eine 90%ige Reduzierung der Menschheit bedeuten würde. Nun, da wir alles aufgegeben haben, was wir bis zu diesem Moment an Wissen antrainiert haben, können wir beginnen, die Welt so zu sehen, wie sie ist, statt wie man uns sagt, wie sie sei. Öffnet eure Augen, so als hättet ihr die Welt noch nie zuvor gesehen, und ihr werdet merken, dass uns die globale Reduzierung der Bevölkerung bereits umgibt. Lasst mich euch versichern, dass absolut nichts von dem, was ich euch hier sagen werde, übertrieben, ausgeschmückt oder erfunden ist. Alles, was ich euch sagen werde, ist dokumentiert. Wer die Lebensmittel kontrolliert, kontrolliert die Welt. Nun, 1962 sagten sie, wir werden an der Umsetzung der globalen Implementierung von Codex Alimentarius bis zum 31. Dezember 2009 hinarbeiten. Das waren damals nur Richtlinien. Heute wird Codex Alimentarius von der Weltgesundheitsorganisation und der Lebensmittel- und Landwirtschaftsorganisation geleitet. Sie fördern den Codex und treiben ihn voran auf Anweisungen der UN. Sie sind wie Vater und Mutter für Codex Alimentarius. 1994 hat der Codex völlig unbeachtet in diesem Land, und jetzt haltet euch fest, die Nährstoffe als Gifte deklariert. Sie sind giftig. Unter dem Codex muss jede einzelne Kuh auf diesem Planeten mit Monsantos rekombinierten Wachstumshormonen behandelt werden. Weiterhin, unter dem Codex muss jedes als Nahrung gezüchtete Tier mit subklinischen Antibiotika und mit exogenen Wachstumshormonen behandelt werden. Wenn man es entsprechend den Voraussagen der WHO und FAO berechnet, der epidemiologischen Voraussage, so schätzen sie, nicht ich, dass allein die Richtlinien für Vitamine und Mineralien, wenn die globale Umsetzung am 31. Dezember 2009 eintritt, mindestens 3 Milliarden Todesfälle verursachen werden.
Billion, that's B, bad, big. Billion, death. 1 Milliarde durch einfaches Verhungern. Das werden die Menschen sein, die aus Sicht der Konzerne wirtschaftlich nicht sonderlich erfolgreich sind. Aber die nächsten 2 Milliarden, sie werden durch vermeidbare Krankheiten und durch Nährstoffmangel sterben. Wer wird leben? Wahrscheinlich diejenigen, die wohlhabend und mächtig genug sind, um ihre eigenen Händler für saubere Lebensmittel und Nährstoffe zu haben. Deshalb brauchen wir eure Hilfe, weil die Führungsrolle der USA buchstäblich die Population dieses Planeten bewahren kann. Die UN hat Dutzende Dokumente veröffentlicht, in denen sie offen eine 80-prozentige Reduzierung der Bevölkerung fordert. Auf der Weltfrauenkonferenz in Peking 1997 sagte der Vorsitzende des UN-Lebensmittelprogramms: Wir werden die Lebensmittel als Waffe gegen die Menschen einsetzen. Prozent der öffentlichen Wasserversorgung der USA ist fluoridiert. Fluor ist bekannt dafür, Knochenkrebs zu verursachen, Gelenkprobleme, Knochenschwund, einen niedrigen Östrogenspiegel und Testosteronspiegel, dentale Fluorose, die die Zähne vergilbt und Zahnschmerz beeinflusst. Würde es nicht mehr Sinn machen, das öffentliche Wasser mit Vitaminen anzureichern, die eingenommen werden sollen, um die Gesundheit zu verbessern, anstatt solch eine toxische Chemikalie in unser Wasser zu geben, mit der betrügerischen Erklärung, dass es die Zahngesundheit fördern soll? Heute wissen wir, dass Fluorid mehr Zahnprobleme verursacht, als es löst. Etwas scheint hier nicht stimmig zu sein. Glaubt ihr ernsthaft, dass diese Konzerne so sehr um die Menschen besorgt sind, dass sie große Summen ihres eigenen Geldes für die Fluoranreicherung des öffentlichen Wassers ausgeben, wenn jedermann bereits ebenfalls von ihnen hergestellte Zahnpaste kaufen kann? Es gibt einen Unterschied zwischen Zahnpaste und Trinkwasser. Wir absorbieren keine Zahnpaste. Wenn man in ein Geschäft geht und sich irgendein Rattengiftprodukt anschaut, wird man bei allen als Hauptwirkstoff nur einen Inhaltsstoff finden. Sodiumfluorid. Es ist die giftigste ionische Verbindung, abgesehen vom Kaliumdichromat. Aktuell haben Danone sowie andere Hersteller auch mit der Fluoridierung des Flaschenwassers begonnen. Es wird zunehmend schwerer, Fluorid zu vermeiden. Und die Tatsache, dass Fluorid auch in vielen verschreibungspflichtigen Psychopharmaka verwendet wird, zeigt, dass es Aggression und Motivation bei den Menschen eliminiert. Fluoride haben nach meinem Wissen als Ärztin absolut keinen biologischen Nutzen. Eines der bemerkenswerten Dinge ist, dass die Russen Experimente mit den Gulag-Häftlingen durchgeführt haben. Eines davon war die Fluoridierung des Wassers. Warum? Wenn man Wasser so behandelt, werden die Menschen weniger aggressiv als normalerweise. Was ist der aktive Wirkstoff in Prozac, welches ja in den USA weit verbreitet ist? Es ist eine Fluoridverbindung. Heute stellen wir fest, dass öffentliches Trinkwasser landesweit Arsen, Blei, Cadmium, Trimonium, die radioaktive Form des Blei, aufweist. Es kann Krebs, verminderte Sexualtrieb, Geburtsfehler, Sedierung und Hirndefekte verursachen. Klingt das nicht wie ein Wundermittel für jemanden, der nach Populationskontrolle strebt? Es ist erstaunlich, wie wenig Umweltschützer über Fluorid unterrichtet worden sind. Menschen haben ein unbewusstes Vertrauen in ihre Ärzte und Zahnärzte. Wenn man also Ärzte überzeugen kann, dass Fluoride sicher und sinnvoll sind, dann ist man in der Lage, auch den Rest des Landes davon zu überzeugen. Menschen glauben ihren Ärzten und Zahnärzten, und das war der Weg, für Fluorid zu werben. Fluorid hat Rinder getötet, es hat ihre Knochen zerstört, an Ratten verabreicht, verursachte es Knochen- und Leberkrebs. Und diese Ergebnisse wurden so ausgelegt, dass es so aussah, als hätte Fluorid diesen Krebs nicht verursacht. Das Muster, das wir sahen, ist typisch für das, was wir normalerweise bei anderen neurotoxischen Substanzen auffinden, die bekannt dafür sind, Hyperaktivität oder Gedächtnisprobleme zu verursachen. Als ich das erste Mal die Ergebnisse der Studien präsentierte, sagte einer der Zuhörer zu den Resultaten: Haben Sie denn eine Ahnung, was Sie da sagen? Sie sagen uns, dass wir den IQ von Kindern senken. Und im Grunde sagte ich ja.
Aspartam ist ein künstliches Süßungsmittel und wird fast jedem zuckerfreien oder fast zuckerfreien Produkt auf dem Markt beigemischt. Erst einmal, Aspartam hat drei Bestandteile. Methanol, welches Blindheit verursacht, aspartische Säure und Phenylalanin. Dies sind alles Gifte. Aspartische Säure verursacht eine Schädigung der Gehirnmembran, was bereits Anfang der 70er Jahre bekannt war. Methanol verursacht Blindheit. Phenylalanin ist eine Substanz, die sich im Gehirn ablagert. Bei hoher Dosierung verursacht es traumatische Zustände. Wir greifen das nicht aus der Luft. Die FDA hat in den 80ern 92 potenzielle Nebenwirkungen von Aspartam veröffentlicht und diese Nebenwirkungen sind sehr ernst. Um Nebelung, Gleichgewichtsprobleme, Schmerzen und Krämpfe, Veränderung der Sehstärke, Krampfzustände, Konvulsionen und so weiter und so weiter. Einer der wahrscheinlich gewollten Effekte scheint zu sein, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, nachzudenken. Sie fühlen sich, als wären sie in einer Art Nebel. Ungeachtet dieser schädlichen Nebenwirkungen hat Donald Rumsfeld Aspartam in über 5000 Produkten auf dem Markt zugelassen, als er Vorsitzender von Sear, dem Hersteller von Aspartam, gewesen ist. Das nachhaltige Ziel ist die Eliminierung des Mittelstandes. Die Welt kann keine 6 Milliarden Menschen ernähren. Der Plan hinter der nachhaltigen Entwicklung beinhaltet Populationskontrolle. Es ist ein Programm für Landkontrolle, Bildungskontrolle und Populationskontrolle. Die Führer der nachhaltigen Bewegung sagen, dass die Weltpopulation nicht die Marke von 500 Millionen überschreiten sollte. Das ist eine 93-prozentige Reduzierung der heutigen Population. 1992 war George Bush als amtierender Präsident vor Ort, als die Versammlung stattgefunden hat. Er war vor der Küste auf der Yacht von Prinz Charles, als er das Agenda 21-Protokoll im Namen der USA unterzeichnete und es nach Washington DC zurückbrachte. Innerhalb eines Jahres hat Bill Clinton durch eine Anordnung des Präsidenten einen Rat für nachhaltige Entwicklung gegründet. 1996 hat Bill Clinton die Präsidentenversammlung für nachhaltige Entwicklung eröffnet. Eine der Vorschriften der Agenda 21 ist, dass jedes Land der Welt einen nationalen Rat für die Umsetzung der Agenda 21 einrichten soll. Ich habe mir Gorbatschows Erklärung angehört. Wir werden neue 10 bis 15 Gebote schreiben, um die ursprünglichen 10 zu ersetzen. Welche der 10 würden eurer Meinung nach diese Leute nicht mögen? Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, weil, ich verrate euch was, sie haben euch angelogen. Sie sind dabei, alle natürlichen Ressourcen des Landes zu stehlen und begehren alles, was euch geblieben ist. Um diese Karte zu erklären, die roten Bereiche werden außerhalb der Grenzen und für die Menschen unzugänglich sein. Wenn man dort wohnt, wird man umgesiedelt. Gelbe Gebiete sind Gebiete für die zentrale Kontrolle aller menschlichen Aktivitäten. Wenn man dort lebt, dann nicht mehr lange. Schwarze Punkte sind die intelligenten Wachstumszonen, in denen sich die Menschen zu befinden haben. Eng gedrängt und dicht gepackt in kleinen Wohneinheiten entlang der Bahngleise. Das intelligente Wachstumsprogramm wird Jobs vergeben und Kinder beaufsichtigen, um die sich von nun an der Stadt kümmert. Und in Übereinstimmung mit Codex Alimentarius wird Nahrung rationiert und der Wasserverbrauch auf 10 Gallonen pro Tag und Person reduziert. Das ist mehr als eine 90-prozentige Reduzierung des aktuellen Durchschnittsverbrauchs. Und zusätzlich zu den Kürzungen bei Nahrung und Wasser wird das Essen genetisch manipuliert und nährstoffarm sein. Die genetische Veränderung der Lebensmittel bewirkt Schwierigkeiten bei der Verbrennung und Umsetzung der Energie.
Im Januar 2003 haben Wissenschaftler berichtet, dass die genetische Sequenz der in Futterpflanzen eingebrachten Gene ihre Reihenfolge verändert hat. Sie haben sich umverschlüsselt, sodass die genetischen Einlagen nicht mehr stabil sind. Ein anderes Labor hat dies bestätigt und herausgefunden, dass die gleichen Sorten auf verschiedene Arten verändert worden sind. Also ist es nicht nur instabil in seiner Veränderung, es ist auch nicht einheitlich in der Weise, wie es sich verändert. Das ist extrem gefährlich. Ein Nährstoffmangel nach dem geplanten Verbot von Vitaminen und Mineralien wird Milliarden von vermeidbaren Krankheiten verursachen. Beide Maßnahmen werden schlussendlich zu Milliarden Todesfällen führen. Die Frage ist, wie machen Sie das? Wie um alles in der Welt bekommen Sie diese Agenda von der internationalen Ebene zur lokalen Ebene? Nun, Sie haben auch dafür einen Plan. Es gibt wahrscheinlich eine Anzahl verschiedener Pläne, aber von der ökologischen Seite aus betrachtet gibt es eine Organisation namens IUC, die Internationale Union für den Naturschutz. Sie besteht seit der Gründung der UN, gehört jedoch nicht zur UN-Charta, sondern fungiert als wissenschaftlicher Berater der UN. Aber durch das IUCN können Programme wie das Ökosystemmanagement, Verordnungen zum Erhalt bedrohter Arten und alle Regelungen zur Reinwasserverordnung, dem US Park Service, US Wild Service und so weiter durchgesetzt werden. In diesem Dokument werden auch Besitzrechte angesprochen. Sie sagen, dass Besitzrechte nicht absolut sind. Sie sind nicht unveränderlich oder unanfechtbar, wie die Verfassung oder die Unabhängigkeitserklärung, sondern es sind komplexe, dynamische und veränderliche Beziehungen zwischen zwei oder mehr Parteien über Zeiträume und Orte hinweg. Nach der biozentrischen Verfahrensweise werden Naturrechte primär bewahrt auf der Grundlage des immerwährenden Wertes von Tieren, Pflanzen, Flüssen, Bergen und Ökosystemen, anstatt aufgrund von Zweckmäßigkeit und Vorteilen für den Menschen. Die Natur kommt zuerst. Naturbedürfnisse gehen den menschlichen Bedürfnissen vor. Im religiösen Kontext wird es Pantheismus genannt. Der Glaube, dass die Natur Gott ist. Es geht sogar noch weiter. Menschen sind Mitglieder der Gemeinschaft aller Wesen, lebend und nicht lebend. Irak hat man also in den Stand eines menschlichen Wesens erhoben. Und das ist legitim in den Augen dieses Glaubenssystems. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass wenn man glaubt, die Menschen seien die Ursache für alle Probleme, wir demnach überbevölkert sind. Sie geben zwei Lösungen für dieses Problem an, nur zwei. Erstens, dass in einer agrarwirtschaftlich strukturierten Welt schätzungsweise 5 bis 7 Milliarden Menschen leben können. Nun Leute, wir sind bereits 6 Milliarden. Das bedeutet, dass alle Menschen Bauern sein müssten, um in einer solchen Welt zu leben. Andererseits sagen sie, dass die maximale Anzahl der Menschen in einer industrialisierten Welt basierend auf dem US-Standard 1 Milliarde ist. Wenn wir also unseren Lebensstil behalten wollen, müssen wir die Bevölkerung um ca. 70% reduzieren. 1970, nur 3 Jahre nach der Veröffentlichung des Iron Mountain Reports, welcher erklärt, wenn wir eine Weltregierung errichten wollen, können wir nicht länger Krieg als Instrument benutzen, welches uns erlauben würde, die Bevölkerung durch Angst zu kontrollieren. Und sie entschieden sich 1967, in ihrer Veröffentlichung, Iron Mountain Report genannt, für den Klimaholocaust. 1970, 3 Jahre nach der Veröffentlichung, hat der Council on Foreign Relations eine Serie von Artikeln veröffentlicht, die den Klimaholocaust in diesem konkreten Fall beschreiben. Die erste Veröffentlichung von George Kennan fasst in 3 Punkten zusammen, wie die Umweltkrise eine globale Bedrohung darstellt, von solcher Gefahr, dass es das gesamte Leben auf der Erde bedroht. Wenn man sich die 10 heißesten Jahre betrachtet, die je gemessen wurden, so sind alle in den letzten 14 Jahren aufgetreten. Und das heißeste Jahr war 2005. Wir verursachen die globale Erwärmung. Das ist nicht nur eine politische Angelegenheit, sondern vielmehr eine moralische.
Temperaturanstiege treten überall auf der Welt auf und dies verursacht stärkere Stürme. Ist es möglich, dass wir uns auch auf andere Bedrohungen außer der terroristischen vorbereiten sollten? Die Arktis erlebt schnellere Eisschmelzen. Wenn sich dies fortsetzt, wird der Meeresspiegel weltweit um 20 Fuß steigen. Dies wird in Florida passieren. Um Shanghai, der Heimat von 40 Millionen Menschen. Im Bereich um Kalkutta 60 Millionen. Hier ist Manhattan, das WTC-Memorial würde unter Wasser stehen. Denkt an die Folgen von einigen tausenden Flüchtlingen und stellt euch dann 100 Millionen vor. Diejenigen, die die globale Erwärmung leugnen, liegen einfach völlig falsch. Alan Goodman vom Boston Globe schrieb, man kann sagen, dass die Leugner der globalen Erwärmung mit den Leugnern des Holocaust gleichzusetzen sind. Wissenschaftler werden mundtot gemacht, wenn sie die Bedrohung der globalen Erwärmung in Frage stellen. Einige meiner Freunde wurde gesagt, wenn ihr über die Klimaveränderung sprechen wollt, müsst ihr das als Privatperson tun. Wenn ihr im Namen unserer Organisation sprecht, unserer Institution, werdet ihr gefeuert. Wenn man einmal realisiert, wie viele Löcher es in dem erzeugten Konsens gibt, wird man möglicherweise anfangen, sich für die andere Seite der Erderwärmungsdebatte als Ganzes zu öffnen. Der einzige mir bekannte Konsens ist, dass es im letzten Jahrhundert warm gewesen war. Sie ignorieren komplett die Tatsache, dass es eine Oregon-Petition gibt, unterzeichnet von 19.000 Fachleuten und Wissenschaftlern, die nicht mit der Idee des menschlich verursachten Klimawandels einverstanden sind. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Anrufe von Eltern ich bekommen habe, die sagen, dass ihren Kindern die unbequeme Wahrheit von Al Gore total unkommentiert gezeigt worden ist, nicht nur in Wissenschaftsfächern, sondern in Kunst und Mathematik. Ich muss es aussprechen und sagen, dass die Wissenschaft, die wir jetzt haben, unvollständig und die Wissenschaft, die uns von der IPCC vorgesetzt wird, tatsächlich eine inkorrekte Wissenschaft ist. Die globale Erwärmung verursacht paradoxerweise nicht nur mehr Fluten, sondern auch mehr Dürren. Hurricanes, Tornados, fürchterliche Krankheiten wie Tuberkulose, der Westnil-Virus, das Avianfieber, SARS, ertrunkene Polarbären, Moskitos, Heuschrecken, Kommunismus, Sklaverei, globale Erwärmung. Aurelio Piquet, der den Club of Rome gegründet hat, einer aus den innersten Kreisen der Elite, sagte 1991, als wir nach einem neuen Feind suchten, um uns zu vereinen, kamen wir auf die Idee mit der Umweltverschmutzung, die Gefahr der globalen Erwärmung, verursacht durch menschlichen Einfluss. Der Feind ist demnach die Menschheit selbst. Lasst es mich gerade heraussagen, die globale Erwärmung ist eine komplette Täuschung. Al Gore bekam einen Grammy und einen Friedensnobelpreis für einen Film voller Fehler und Unwahrheiten. Eisbohrkerne aus 2000 Meter Tiefe haben es uns erlaubt, die letzten 160.000 Jahre zu untersuchen. Wir glauben, dass in Grönland während des Mittelalters die Temperatur durchschnittlich um 1,5 Grad höher war als heute. Und sie zeigt noch konstant wärmere Temperaturen Jahrtausende zuvor, als noch keine von Menschen verursachten Treibhausgase existierten. Vor unserer Zeit sehen wir eine Periode vor 4000 Jahren bis 2000 Jahren, bekannt als römische Ära. Die Temperaturen sind in dieser Zeit um 2,5 Grad gefallen. Al Gore wurde zu einer revolutionären Persönlichkeit verklärt, die versucht, den Planeten zu retten. Das ist sogar richtig. Er erwähnt nur nicht die Tatsache, dass die Rettung der Welt euch nicht mit einschließen wird. Entsprechend seiner Agenda wird eine massive Landenteignung und eine extreme Limitierung von Lebensmitteln, Wasser und fossilen Treibstoffen in der Bevölkerung notwendig. Und beachte bitte, dass Al Gore ein Mitglied der nachhaltigen Entwicklung ist. Die Lüge der globalen Erwärmung ist heute populär, weil über sie stark in den Mainstream-Medien berichtet wird und sie ein attraktives Ziel, die Rettung des Planeten, verfolgt. Aber wie passt dies in die Agenda 21? Das Ergebnis der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro war das Kyoto-Abkommen. Dieses besagt, dass jedes Land drastische Senkungen des Verbrauches fossiler Brennstoffe durch ein UN-Mandat erreichen muss. Die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre ist auf dem höchsten Stand seit über 200.000 Jahren. Wenn der Trend sich nicht ändert, erwarten die Wissenschaftler einen Anstieg des Meeresspiegels um 2 Fuß oder mehr innerhalb des nächsten Jahrhunderts. Inselketten wie die Malediven werden verschwinden, es sei denn, wir können die Voraussagen umkehren. Vielen Dank. Im Juni 2007 haben 172 Nationen und andere Regierungseinheiten das Abkommen ratifiziert.
Wenn ihr euch jetzt wundert, wie das in die Agenda, die Erde hat Vorrang vor menschlichem Überleben, entsprechend dem heidnischen Glauben hineinpasst, jedes Land hat eine Frist für die Implementierung der Agenda 21 und des Kyoto-Abkommens bis 2012 bekommen. Und wenn das noch nicht genug wäre, als das Pentagon an 9/11 beschädigt wurde, haben sie sich als Ziel gesetzt, ein komplett neues, verbessertes Pentagon bis Dezember 2012 zu errichten. Codex Alimentarius tritt also Ende 2009 in Kraft, was ihnen 3 Jahre für die Regulierung der Lebensmittel verschafft, um Milliarden an vermeidbaren Krankheiten und Todesfällen zu verursachen. Während die Bürger jedes Landes an Hunger, Krankheiten und Angst vor der globalen Erwärmung verbunden mit großen Katastrophen leiden, werden sie das tun, was die Massen immer in Zeiten großen Leids tun. Sie werden ihre Regierungen anflehen, einzuschreiten, um etwas zu tun. Die werden sich überzeugen, die neue Wirtschaft zu akzeptieren. Sie werden sagen, wir haben die Lösung. Seht ihr, das ist einer der Tricks der Illuminaten. Sie erschaffen ein Problem und liefern die Lösung, wenn er sie darum anfleht. Was wird die United Nations empfehlen, wenn es ein globales Problem gibt? Sie wird eine globale Regierung fordern. Eine neue Weltordnung. Exakt so, wie es die Maya, Hopi, Kali, Yuga und viele andere heidnische Zivilisationen prophezeit haben. 2012 werden das Kyoto-Abkommen, Agenda 21, Codex Alimentarius und das neue Pentagon voll funktionsfähig sein, um die neue Weltordnung durchzusetzen. Und eine neue Weltreligion ist offensichtlich. Wir alle werden die Erde Gaia anbeten, die göttliche Mutter, die wir vor der Vernichtung durch die globale Erwärmung bewahrt haben. Uns wird gesagt werden, dass wir der Erde größere Beachtung als den Menschen schenken müssen, um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, so wie es die heidnischen Traditionen voraussetzen. All das ist zu offensichtlich. Es geschieht vor unseren Augen, doch wir weigern uns, es zu sehen. Ich garantiere euch, dass es 2012 zum Dritten Weltkrieg kommen wird, aber er wird nicht zwischen Nationen ausgetragen, sondern zwischen uns und ihnen. Sie wissen es. Warum, denkt ihr, versucht die UN fortwährend die Öffentlichkeit und die Nationen zu entwaffnen? Sie wollen nicht, dass wir in der Lage sind, zurückzuschlagen. Der Beweis dafür ist in dem Film Bewaffnet bis an die Zähne, der von der UN produziert wurde und der den Waffenbesitz dämonisiert. Er wird auch im Regelwerk Befreiung vom Krieg gezeigt, das von JFK 1961 veröffentlicht wurde. Präsident John Kennedy ging im September 1961 zu den Vereinten Nationen und präsentierte das US-Programm für eine allgemeine und komplette Entwaffnung in einer friedlichen Welt während seiner Rede und er sagte, es sei ein offizielles Programm der USA. Es sei ein Abrüstungsprogramm. Es fordert von den USA, ihr Militär an die Vereinten Nationen zu übergeben. Lasst es kurz auf euch wirken. Es fordert von den USA, ihr komplettes Militär an die UN zu übergeben. Das Programm endet mit der Aussage, dass die fortschreitende kontrollierte Entwaffnung bis zu dem Punkt gehen wird, an dem kein Staat mehr die militärische Stärke besitzen wird, um die progressiv gestärkte UN-Friedensmacht herauszufordern. Die UN wird alle militärische Gewalt besitzen. Diese Regulierung skizziert einige ziemlich erschreckende Szenarien, wenn man die Verordnung versteht. Sie fordert eine Auflösung aller nationalen Waffenkräfte und ein Verbot ihrer Wiederherstellung in jeglicher Form, außer denen, die benötigt werden, um die interne Ordnung zu bewahren und solchen, die zu den UN-Friedenstruppen beitragen. Dies zeigt eindeutig, dass die UN alle militärische Gewalt unter ihrer Kontrolle haben will. Inspektionen und Verifizierungen müssen dann sicherstellen, dass sie erstens die eingeplanten Limitierungen oder Reduzierungen einhalten und dass sie keine Streitkräfte oder Waffen besitzen, außer solchen, die im Prozess der Entwaffnung erlaubt sind. Die Anzahl strategischer Lieferfahrzeuge wird reduziert. Das Waffenarsenal und die Streitkräfte werden reduziert, während die UN-Friedenstruppen gestärkt werden. Friedensbeobachter der UN werden in jeder Situation anwesend sein, die eine Gefahr oder einen Verstoß gegen den Frieden darstellt. Die Errichtung einer permanenten internationalen Streitkraft innerhalb der UN und
abhängig von den Befunden der Expertenkommission, ein Stopp der Produktion von chemischen, biologischen und radioaktiven Waffen und eine Reduzierung der existierenden Bestände oder ihrer Umwandlung für friedliche Anwendungen. Friedliche Anwendungen für chemische, biologische oder radioaktive Waffen? Seht ihr, wie sie das Wort Frieden verdrehen und im Kontext ihrer Regulierungen benutzen, um sie einseitig richtig erscheinen zu lassen? Man kann diese Veröffentlichung nicht anders verstehen. Sie drückt klar aus, dass alle Länder ihre militärischen Kräfte an das globale UN-Militär übergeben. Die US-Bevölkerung liegt gerade bei gar 300 Millionen. Die nationale Verschuldung liegt aktuell bei 10 Billionen Dollar. Der Schuldenstand ergibt eine Durchschnittsverschuldung von $33.000 pro Person und wächst im Landesmaßstab um 1,46 Milliarden pro Tag seit 2006. Bedingt durch elektronisches Banking und Kreditkarten haben die Menschen immer weniger physischen Geldbesitz. Nach heutigem Stand der Dinge kann die Geldmenge, die sich im Umlauf befindet, nicht die Verschuldung des Landes decken. Dies wurde sorgfältig seit der Errichtung der Federal Reserve Bank geplant und der nächste Schritt im Plan der Elite wird bereits ausgeführt. George Bush unterzeichnete den Gesetzesentwurf zum Aufbau der Nordamerikanischen Union. Präsident Bush unterzeichnete einen Vertrag, der die USA in ihrer jetzigen Form auflösen wird. Und er tat es ohne die Einwilligung des Kongresses oder ihrer Bürger. Ich denke, eine Sache, auf welche die Menschen im Dollarraum ihre Aufmerksamkeit richten sollten, ist der Amero. Das ist etwas, worüber niemand redet, aber ich denke, der Amero wird einen großen Einfluss auf den Alltag von jedermann in Kanada, den USA und Mexiko haben. Der Amero ist die geplante neue Währung für die nordamerikanische Gemeinschaft, die gerade zwischen Kanada, den USA und Mexiko entwickelt wird, um eine grenzenlose Gemeinschaft wie die EU zu realisieren, wobei der kanadische Dollar, US-Dollar und mexikanische Peso durch den Amero ersetzt werden wird. Ihr müsst verstehen, dass die Beherrschung der Regierung durch Unternehmen Faschismus genannt wird. Mich würde interessieren, wie viele Menschen wissen, was NAFTA ist, das nationale amerikanische Freihandelsabkommen, weil unter Absatz 11 des NAFTA-Abkommens dürfen die NAFTA-Gerichte alle US-Gesetze außer Kraft setzen, wenn sie nicht mit den Bestimmungen folgender Institutionen konform gehen. A. Dem Internationalen Weltbankzentrum für die Beilegung von Investmentstreitfragen oder B. der UN-Kommission für internationale Handelsgesetze. Das hört sich erschreckend genug an. Wenn man aber versteht, was es bedeutet, es ermöglicht, den ersten und zweiten Zusatzartikel der Verfassung zu ändern, was das Ende für die Verfassung bedeutet. Das wird die nationale Souveränität schwächen und den Dollar abstürzen lassen. Wenn das passiert, wird die Fed alle Schulden einfordern. Wenn die Schulden nicht durch die Menschen bezahlt werden können, wird ihr Eigentum beschlagnahmt. Und damit meine ich absolut alles, was ihr besitzt, inklusive dein Grundstück, dein Haus, dein Auto, deine Möbel und deine Kleidung. Dieser Plan wird bereits ausgeführt und hinterher werdet ihr buchstäblich der Federal Reserve Bank gehören. Auf dieser Weise wird die Agenda 21 realisiert. Das enteignete Land wird der Natur zurückgegeben und die Menschen werden in intelligente, wachsende Megastädte umgesiedelt. Was sollen wir tun? Es gibt einen Überfluss an für jeden zugänglichen Informationen betreffend der Frage, warum diese Situation so hoffnungslos und außer Kontrolle zu geraten scheint. Aber um ehrlich zu sein, gibt es sogar noch mehr Informationen darüber, wie wir uns schützen können. Das einzige Problem ist, dass die meisten Menschen nicht wissen, wie sie diese Informationen auf ihr eigenes Leben anwenden können. Und fast niemand nimmt sich die Zeit, uns dies klarzumachen. Es gibt viele bedeutende Lehrer. Lehrer, die ihr Leben den Schutz der Menschen, die am meisten ihren Schutz benötigen, gewidmet haben. Ein Lehrer hat die schwierigste Aufgabe in unserer Gesellschaft, weil sich niemand gern wahres Wissen aneignet. Wahres Wissen umfasst alle Aspekte unserer Existenz, gute und schlechte. Das meiste darüber hinaus tut es nicht. Die Wahrheit zu hören verstimmt die Menschen, weil es voraussetzt, dass wir an dem einen oder anderen Punkt in unserem Leben falsch lagen. Eine andere Charakterschwäche ist unser Verlangen, absolute Wahrheiten auf instabile Verhältnisse unseres Lebens zu übertragen. Wenn wir das tun, so schaffen wir eine Struktur, von der wir hoffen, dass sie uns am besten definiert, wenn wir das Ende unseres Lebens auf der Erde erreicht haben. Also ist alles, von dem wir denken, dass es uns ausmacht, alles, was wir anderen über uns sagen, alles, worauf wir unsere Entscheidungen im Leben gründen, abhängig von dem Fundament, welches jeden Moment zerbröckeln kann.
Und weil uns unser ganzes Leben lang gesagt wird, dass bestimmte Richtlinien zu befolgen sind, um ein anständiger Mensch zu werden, verleugnen wir alles, was eine Gefahr für unser instabiles Fundament darstellen könnte. Das ist auch der Grund, weshalb wir die wahren Lehrer ablehnen. Wir reihen sie in die gleiche Kategorie wie Terroristen ein. Und die Methoden, um solche Lehrer und Terroristen zu verspotten, sind genauso fadenscheinig und lächerlich wie die Methoden, um Hexen zu verspotten. The witch, may we burn her? Burn her! Who do you know she is a witch? She looks like one! Yeah, she looks like one! Bring her forward. I'm not a witch, I'm not a witch! But you are dressed as one. They dressed me up like this. And this isn't my nose, it's a false one. Well? Well, we did do the nose. The nose? And the hat, but she's a witch! Yeah. Did you dress her up like this? No! 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 No. No. Yes. 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 Yes! Yes! Yeah, a bit. Yeah. A bit! She has got a wart! What makes you think she's a witch? Well, she turned me into a newt! A newt? I got better. Burn her anyway! William Cooper, ein liebender Vater und Ehemann, ein Freund von vielen, ein Lehrer, der für eine bessere Menschheit eintritt und seine Mitbürger auf der Welt beschützen will. Sie wurden ein Mysterium für die anderen und das Priestertum war geboren. Kein König hat je existiert ohne die Erlaubnis des Priestertums. Die Könige hatten nie die Macht und haben sie bis heute nicht. Könige existieren durch die Gnade derjenigen, die wirkliche Macht besitzen, nämlich der Priesterschaft, die hinter dem Thron steht. Es ist eine Methode der Informationsdekodierung durch ein System der Mathematik und Zahlen. Es ist eine der ältesten Wissensquellen, welche die Menschheit je besaß, und sie wurde geheim gehalten und nur denjenigen anvertraut, die sich durch den Prozess der Initiation als wertvoll herausgestellt hatten. Ihr Wahnsinn hat Methode, aber für euch scheint es keine Methode dahinter zu geben, weil ihr vom Stand der Ignoranz aus operiert. Bis ihr das nicht verändert habt, werdet ihr stümperhaft herumwandeln und aneinanderstoßen, die falschen Dinge sagen und tun, die Natur eures Feindes nicht verstehen. Und wenn ihr die Natur eures Feindes nicht versteht und die Waffen, die ihr benutzt, dann könnt ihr den Feind nicht bekämpfen. Ihr könnt die Schlacht nicht kämpfen, ihr solltet nicht einmal auf dem Schlachtfeld sein. Angeblich hat ein CNN-Reporter Osama Bin Laden gefunden, nahm eine TV-Crew mit sich und fuhr in das Versteck von Osama Bin Laden. Dort interviewte er ihn und seine Führungsriege. Als er zurückkam, erzählte er jedem, innerhalb von 3 Wochen wird Osama Bin Laden die USA und Israel attackieren. Nun, haltet ihr das nicht für seltsam? Der größte Geheimdienst der Welt, mit dem größten Budget in der Geschichte der Welt, hat Osama Bin Laden Jahre und Jahre und Jahre gesucht und kann ihn bis heute nicht finden. Irgendeine Dumpfbacke von Reporter mit Kamerateam marschiert in sein Versteck und interviewt ihn. Und erzählt, bereitet euch auf einen entscheidenden Angriff vor. Aber es wird nicht Osama Bin Laden sein. Es werden diejenigen hinter der neuen Weltordnung sein. Ich frage mich, was die Ziele von Bin Laden wohl sein werden und ob sich das nicht in den nächsten 2 oder 3 Wochen materialisiert. Es wird wahrscheinlich geschehen, weil sie nicht erfolgreich darin waren, den amerikanischen Bürgern ihre Waffen wegzunehmen oder darin, uns unsere Freiheiten zu nehmen. Und deshalb kann ich euch versichern, sie müssen etwas Schreckliches tun, um diesen Rückschlag zu stoppen und die Sympathie der Massen zurückzugewinnen. Was verbindet uns alle wirklich? Freiheit.
Ohne Freiheit kann man kein Christ sein, egal welche Konfession man angehört. Man kann kein Buddhist sein. Man kann keinen Donutshop besitzen. Man kann nicht von hier nach Oregon fahren. Man kann kein Amerikaner sein, weil es nicht darauf ankommt. Und das ist alles, worauf es ankommt. Nichts anderes. Wisst ihr, was für eine schreckliche Bürde es ist, manche Sachen zu wissen, die ich weiß? Man versucht, die Menschen aufzuwecken und dieses Wissen mit ihnen zu teilen und findet heraus, dass sie einfach nur Wände vor sich errichtet haben. Sie wollen Sklaven sein. Deshalb fürchten sich Sozialisten vor meiner Sendung. Seht, was passiert, wenn man die Wahrheit verbreitet, man pisst jemand ans Bein. Obwohl die offizielle Geschichte verdächtig war, wurde William Cooper vom Polizisten des Eagle County am 5. November 2001 vor seiner Haustür erschossen. Weniger als 2 Monate nach seiner Vorhersage der Ereignisse des 11. September. Ich behaupte, die einzige wahre Erlösung von jeder Form der Unterdrückung oder Versklavung ist Selbstermächtigung, Wissen und Bewusstsein. Das ist wahre Rebellion. Schließt euch nicht den 87% Menschen an, die dem Führer folgen, Menschen, die glauben, sie wären Rebellen, wenn sie Autoritäten in Frage stellen, nur weil es der letzte Schrei ist. Marschiert nicht auf den Straßen, um auszudrücken, dass ihr die Erleuchteten seid, nur weil ihr ein Buch gelesen oder einen Film gesehen und einen flüchtigen Einblick in ungewöhnliches Wissen bekommen habt. Schreit keine Sprüche ins Megafon, die ihr von den Nachforschungen anderer geliehen habt, und bezeichnet euch nicht als Querdenker, nur weil ihr zu einer Gruppe gehört, die unpopuläre Ansichten vertritt. Das sind alles Beispiele für die andere Seite falschen Gruppendenkens, die zu falschen Rebellionen führt. Falsche Rebellion ist gefährlich, weil man den Eindruck bekommt, dass man frei ist und selbstständig denkt. Wahre Rebellion, wahre Revolution beginnt, wenn man aufhört zu folgen und beginnt zu führen. Und jedem, der sich euch anschließt, solltet ihr beibringen, selbst damit aufzuhören zu folgen und selbst anfangen zu führen. Und der einzige Weg, um erfolgreich zu führen, ist durch Verständnis eurer Rechte als menschliche Wesen auf diesem Planeten. Wir haben mächtige Werkzeuge auf unserer Seite, genannt die Bill of Rights und die Verfassung. Diese Dokumente besagen, dass keine Regierung uns unserer natürlichen Rechte berauben kann. Wie ist es geschehen? Ihr müsst verstehen, dass die Eliten, die unsere Regierung, Bildungssystem, Landwirtschaft und Medien kontrollieren, darüber hinaus unsere freie Wirtschaft kontrollieren. Freie Marktwirtschaft ist unser Wirtschaftssystem oder unsere Produktionsmittel, die im privaten Besitz sind und für persönlichen Profit operieren. Freie Marktwirtschaft kann nicht legal besteuert werden, es sei denn auf freiwilliger Basis. Der Grund, warum die Einkommensteuer unausweichlich erscheint, ist, weil so gut wie jeder Job auf der Welt die Unterzeichnung einiger Dokumente mit ausgefallener Wortwahl erfordert, bestätigend, dass man einverstanden ist, Repräsentant eines Konzerns oder einer Einheit zu sein. Nun, das alles bedeutet, wenn man einen Arbeitsvertrag unterzeichnet, welcher von so gut wie jedem Arbeitgeber gefordert wird, verzichtet man auf seine Rechte als natürliche Person, die von der Verfassung garantiert werden, und erklärt sich einverstanden, eine juristische Person zu repräsentieren, die nicht von der Verfassung geschützt ist. Dies ist schwer zu vermeiden, denn wenn man die Dokumente nicht unterzeichnet, bekommt man den Job ja nicht. Wieso zahlt also jeder Arbeitgeber freiwillig Steuern, was ja eine Grundvoraussetzung für diese Dokumente ist? Wenn er das nicht tut, verliert er sein Unternehmen, alle Bundes- und Landeszuschüsse, die für privates Unternehmen bereitgestellt werden. Darüber hinaus akzeptieren die meisten Menschen die Unwahrheit, dass die Einkommensteuer vom Gesetz gefordert wird, ohne dies nachzuprüfen. Wenn euer Vor- und Nachname auf einem Dokument mit den Anfangsbuchstaben groß geschrieben wird, repräsentiert das Capitis Diminitia Minima, was in Kraft tritt, wenn sich nur die Verwandtschaftsbeziehungen ändern. Das ist nur eine minimale Entrechtung.
Wenn euer Nachname in Großbuchstaben geschrieben wird, repräsentiert das Capitis Diminutio Media, woraufhin man seine Bürgerrechte verliert, aber nicht seine Freiheitsrechte. Das bedeutet, man kann mit Bußgeld belegt oder bestraft, jedoch nicht versklavt oder inhaftiert werden. Aber wenn euer gesamter Name in Großbuchstaben geschrieben wird, repräsentiert das Capitis Diminutio Maxima, was besagt, dass sich euer Status von Freiheit zur Leibeigenschaft ändert. Alle Bürgerrechte und Familienrechte werden abgetreten. Das bedeutet, man kann in jedem Umfange bestraft, inhaftiert oder versklavt werden, für jeden Zeitraum, den der Staat für angemessen hält. Es ist jedoch wichtig zu wissen, wenn man sich nicht rechtlich verpflichtet, diese Dokumente nicht unterzeichnet und damit nicht erklärt, dass man auf seine Rechte verzichtet und einen Konzern repräsentiert, dann muss man vor keinem Gericht erscheinen. Wie ich sagte, gibt es zwei Arten der Gesetzgebung auf der Erde. Eine wird Zivilrecht genannt, welches das Gesetz des Landes ist. Die andere wird Seerecht genannt, welches das Gesetz der Meere ist. Das Seerecht ist das Gesetz der Banken. Demzufolge kreieren die Konzerne und Regierungen, die euch kontrollieren wollen, eine künstliche Person. Und diese künstliche Person, die sie kontrollieren, wird komplett in Großbuchstaben geschrieben. Prüft es nach. Jedes Mal, wenn ihr eine Rechnung, eine Vorladung oder einen Strafzettel erhaltet, wenn sie euch eine Wasser- oder Stromrechnung schicken, prüft es nach. Auf eurem Führerschein, eurem Sozialversicherungsausweis, eurer Versicherungskarte. Alles, was mit Geschäften zu tun hat, euer Name wird immer komplett in Großbuchstaben geschrieben. Weil nur durch diese Schreibweise eine Beziehung zu Banken und Regierungen geschaffen werden kann. Ihr müsst aufwachen und herausfinden, wie dieses Zeug wirklich funktioniert. Denn wenn ihr es einmal verstanden habt, braucht ihr euch als Amerikaner nicht dem britisch-gewerblichen Unternehmen namens Gericht unterzuordnen. Ihr seid Amerikaner. Ihr müsst nicht zum Gericht gehen. Ihr geht nur zum Gericht, weil ihr einverstanden seid, zum Gericht zu gehen. Wenn sie euch eine Vorladung oder Zwangsvorladung schicken oder euch irgendwas geschickt haben, seht euch das an und sagt, hey Jack, das bin ich nicht. Das sind alles Großbuchstaben und Großbuchstaben sind Unternehmen. Die Angeklagten durch diese maritimen Admiralitätsgerichte verstehen für gewöhnlich nicht, dass sie freiwillig bestraft oder inhaftiert werden. Wenn der Richter euch ausruft und fragt, ob er dieser mit dem Namen ist, dann erklären sich diejenigen, die Ja sagen, wörtlich dazu, jene juristische Person zu repräsentieren, die durch diesen Namen dargestellt ist. Durch diese Erklärung verzichtet ihr freiwillig auf eure Rechte unter der Verfassung. Eure absoluten Rechte als natürliche Person sind das Recht auf Leben, Sicherheit und Besitz und sie alle sind bedeutend. Merkt euch, dass ihr diese Rechte niemals abgeben müsst, es sei denn, ihr verzichtet willentlich darauf. Ihr müsst eure Rechte verstehen, wenn ihr von ihnen geschützt werden wollt. Wenn die nachhaltige Entwicklung an eure Tür klopft, um das Recht auf euren Besitz einzufordern, dann müsst ihr eure angeborenen Rechte auf Besitz verstehen, die sich von der sichtbaren Oberfläche der Erde bis zum Zentrum der Erde erstrecken. Aber beachte, dass diese Schritte nur der Anfang sind. Sie behandeln hauptsächlich die Symptome, anstatt die Wurzel zu attackieren. Um völlig zu verstehen, wie man sich schützen kann, muss man seinen Ursprung kennen. Die wahre Geschichte dieses Planetens wurde von oben herab unterdrückt. Seit dem Beginn des Monotheismus und der Verhöhnung sowie Ächtung aller heidnischen Religionen und Praktiken wurde eine Lüge über alle Zivilisationen hinweg verbreitet. Man kann sich nur wundern, weshalb sich mächtige Imperien vom Heidentum bedroht fühlten, weshalb die Ausübung solcher Religionen mit dem Tode bestraft wurde. Diese Bedrohung endete nicht mit dem Zeitalter des römischen Imperiums. Vergegenwärtigt euch, wie die Gründer Amerikas willkürlich die Ureinwohner im Auftrage Großbritanniens ausgerottet haben. Großbritannien hat außerdem die bis dato brutalsten Formen des Genozids in Afrika, Indien, Neuseeland, Neuguinea und vielen anderen Lebensräumen der damals noch existierenden heidnischen Stämme gezeigt. Osttimor erlitt einen der brutalsten Genozide in der Geschichte, welcher während der Regierung Jimmy Carters durch Finanzierung der UN und USA angeheizt worden ist. Ford und Kissinger besuchten Jakarta am 5. Dezember. Sie drängten darauf, dass Indonesien die Invasion bis nach ihrer Abreise aufschieben soll, weil es sonst zu beschämend für sie gewesen wäre. Und innerhalb von Stunden nach ihrer Abreise begann die Invasion am 7. Dezember.
Was am 7. Dezember 1975 passierte, ist eine der furchtbarsten Übeltaten in der Geschichte. Früh am Morgen fielen die ersten Bomben auf Dili. Die Anzahl der Truppen, die Dili an diesem Tag angegriffen haben, übertraf nahezu die gesamte Einwohnerzahl der Stadt. Und 2 oder 3 Wochen lang töteten sie wahllos Menschen. Die Timoresen flohen zu Tausenden in die Dschungel. Ende 1977/78 errichtete Indonesien Empfangsstellen für solche Timoresen, die aus dem Dschungel mit weißen Fahnen kamen. Diejenigen, die von Indonesiern als zu gebildet eingestuft wurden oder der Teilnahme an der Opposition bezichtigt wurden, hat man sofort umgebracht. Sie entführten Frauen und flogen sie mit Hubschrauber nach Dili, zur Befriedigung der indonesischen Soldaten. Sie töteten Kinder und Säuglinge. Aber ihre Hauptstrategie und mächtigste Waffe in jenen Tagen war Hunger. 1978 erreichte es wirklich das Ausmaß eines Genozids. Die Kirche und andere Quellen schätzen, dass über 200.000 Menschen getötet wurden. Die Unterstützung der USA hält über den gesamten Zeitraum an. Sie lieferten 90% aller Waffen. Gleich nach der Invasion wurden die Waffenlieferungen ausgeweitet. Als den Indonesiern 1978 an Waffen mangelte, schritt die Regierung Carter ein und stockte die Waffenverkäufe auf. Und andere westliche Länder taten das Gleiche. Kanada, England, die Niederlande. Jeder, der Geld verdienen wollte, hat mitgemacht und sichergestellt, dass sie noch mehr Timoresen töten konnten. Das Letzte, was die Elite wollen, ist eine souveräne Gruppe oder Gemeinschaft, welche ein positives Beispiel für andere abgibt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Schuld nicht bei den Anhängern der monotheistischen Religion liegt, sowie nicht alle Mitglieder der Freimaurer, Geheimdienste, okkulter Orden oder politischer Organisationen Teil der esoterischen Agenda sind, die von den oberen Bereichen der Gesellschaft durchgeführt wird. Und es ist schwer nachzuvollziehen, dass das Heimtum nicht gefährlicher ist als das Verständnis chirurgischer Eingriffe. Dieses Wissen kann sehr nützlich sein, wenn es korrekt angewandt wird. Es kann aber auch negative Auswirkungen haben, wenn es missbraucht oder falsch angewandt wird. Begreift, dass die meisten dieser Probleme nicht zufällig entstanden, sondern absichtlich geplant wurden. Die meisten Menschen verstehen nicht, wie Farben, Umrisse, Schlagwörter, Slogans und biologische Abläufe benutzt werden, um die Menschheit auf einer emotionalen und spirituellen Ebene zu beeinflussen. Farben werden hypnotisch von jedem Nachrichtenkanal und der Werbung eingesetzt. Fastfood-Ketten benutzen typischerweise einkräftiges Rot, Gelb und Weiß in ihren Restaurants, damit sich ihre Besucher gehastet und rastlos fühlen. Das hilft, die Nahrungsaufnahme zu beschleunigen und mehr Kundschaft durchzuschleusen. Edle Restaurants benutzen hingegen sehr erdige, natürliche Farben wie milde Grün-, Blau- und Brauntöne, um die Sinne zu beruhigen und eine friedliche und ausführlichere Mahlzeit zu ermöglichen. Das gleiche gilt auch für die Musik, die in diesen Einrichtungen gespielt wird. Spezielle Notensätze und Sequenzen können entspannende oder stimulierende Signale an den Körper weiterleiten, ohne unser Wissen. Die Musikindustrie geht sogar noch weiter und benutzt natürliche Rhythmen des Herzens, um das Tempo von Popsongs auszugestalten. Deshalb werden 72 Beats pro Minute sehr häufig in der Popmusik benutzt. Musik ist kein kulturelles Produkt. 1986 hat die Nationale Akademie der Wissenschaften herausgefunden, dass Säuglinge konsonante Töne wie die perfekten Fünfte bevorzugen im Gegensatz zu Dissonanzen. Dies ist nur ein kleines Beispiel unserer natürlichen Fähigkeit, Klang wahrzunehmen. Seid also sehr vorsichtig, wenn ihr eure Kinder vor dem Fernseher oder neben die Stereoanlage setzt. Diejenigen, die glauben, Kinder könnten die Gewalt auf dem Bildschirm oder Aggression in der Musik nicht nachvollziehen, denken nur mit ihrer linken Gehirnhälfte. Ein Kind kann die Wort- und Aktion auf dem Bildschirm vielleicht nicht rational nachvollziehen, aber die rechte Gehirnhälfte kann sogar bei Neugeborenen absolut alles in ihrer unmittelbaren Umgebung verstehen, weil alles eine bestimmte Frequenz überträgt, die uns auf subatomarer Ebene beeinflussen kann. Die Wissenschaft hat sogar herausgefunden, dass eine passende Schwingung notwendig für die Gesundheit unserer Vegetation ist. Studien in vielen Ökosystemen haben Folgendes gezeigt: Wenn eine bestimmte Art ausstirbt oder die Umgebung verlässt, wird eine andere Spezies ihr Vibrationsmuster ersetzen, um die Harmonie der gesamten Vibration, die für pflanzliches Leben benötigt wird, wiederherzustellen. All diese Dinge sind als Talismane bekannt und werden sehr sorgfältig von Konzernen und Medien eingesetzt. Schlagzeilen werden auch benutzt, um bestimmte Emotionen in der Psyche auszulösen. Wenn eine durchschnittliche Person die Worte Terror, Bomben, Schüsse, Mörder, Krieg, Attentat und so weiter hört, reagieren Körper und Geist mit einer erhöhten Wachsamkeit und Vorsicht.
Und wenn Ereignisse wie die Ermordung mächtiger Führungspersönlichkeiten, Bombardierungen, Terrorattacken oder Kriege in größerem Umfang stattfinden, reagiert der Körper verschieden zu verschiedenen Zeiten astrologisch und biologisch bestimmt. Die tragischen Ereignisse rund um die Davidianer in Waco und den Oklahoma City-Anschlag forderte das Leben von Männern, Frauen und Kindern im Feuer am 19. April. Dieses Datum ist ein heidnischer Feiertag, an dem Menschen dem Feuer geopfert werden. Die tragischen Ereignisse des 11. September 2001 geschahen zum Zeitpunkt der 6 Imox im Maya-Kalender. Dieses Datum repräsentiert eine Veränderung großen Ausmaßes. Und als die USA am 7. Oktober 2001 Afghanistan attackierten, war dies ein Datum im Maya-Kalender namens 6K, welches Gleichgewicht repräsentiert. Versteht bitte, dass dies keine Prophezeiungen oder Vorhersagen waren. Die Maya haben einfach die natürlichen Zyklen der Körper verstanden. Also passieren diese traurigen Ereignisse nicht rein zufällig. Man braucht sich nur das Ergebnis der wichtigsten politischen Entscheidungen der USA seit der Gründung der Vereinten Nationen anzusehen. Jeder große Krieg, Attentat, Terrorakt oder entblößte Sicherheitslücke hat zwei gemeinsame Aspekte. Erstens, das tragische Ereignis wird weltweit in den Nachrichten ausgestrahlt und ängstigt oder entzürnt die Öffentlichkeit. Und zweitens, das Ergebnis ist schlussendlich immer die Ausdehnung der Regierungsmacht und die Zerstörung verfassungsrechtlicher Freiheiten. Es ist unerheblich, welche Entschuldigung oder Erklärung geliefert wird. Das Ergebnis sagt immer die Wahrheit. Ein Kind kann jedes Mal, wenn es für die Schule zu krank ist, die besten Entschuldigungen abgeben, aber am Tag der Prüfung wird die Wahrheit durch das Ergebnis aufgedeckt. Die Mainstream-Medien können jede erdenkliche Erklärung abgeben, aus welchem Grund Kriege begonnen, Attentate oder terroristische Attacken ausgeführt werden, aber wenn sie alle zu einer Ausweitung der Regierung und zur Zerstörung der Verfassungsfreiheiten führen, dann wird die Wahrheit durch das Ergebnis offenbart. Und da die breite Masse die natürlichen biologischen Zyklen des Menschen völlig ignorant gegenübersteht, fällt es ihr immer schwerer zu akzeptieren, dass diese Ereignisse keinesfalls zufällig geschehen. Ich rolle mich über den Boden und versuche mich vor der Hitze zu schützen. Ich bin in völliger Dunkelheit und kann nichts sehen. Die Stimmen hinter mir schreien. Es hat mich ziemlich mitgenommen. Ich erinnerte mich an sie. Ich konnte ihre Stimme identifizieren. Wirst du hier reinkommen und mich töten? Nein, nein. Niemand wird kommen. Im Juli 1995 trafen sich zwei Ausschüsse des US-Repräsentantenhauses, um die Tragödie in Waco zu untersuchen. Die Ausschüsse fanden heraus, dass die Davidianer die Feuer am 19. April entfachten und sich selbst verbrannten. Ihre Berichte wurden archiviert. Keine weiteren Untersuchungen wurden vorgenommen. In der Aussage der Staatsanwältin Jeanette Reno während eines Interviews für 60 Minutes unterstellte sie den Kultanhängern einen starken Glauben an die Bibel. Sie würden an die Rückkehr von Christus glauben und regelmäßig die Bibel studieren, ein hohes finanzielles Potenzial durch ihre christliche Arbeit besitzen, ihre Kinder zu Hause unterrichten und Lebensmittel zum Überleben bunkern, sich auf den zweiten Verfassungszusatz berufen und der Regierung misstrauen. Daraus folgend ist jeder, der sich um seine Freiheit der Religion sorgt und sein Bürgerrecht der Religionsfreiheit in Anspruch nimmt, als Sektenanhänger definiert und soll als Bedrohung für den amerikanischen Lebensstil angesehen werden, auch geläufig unter der Bezeichnung Terrorist. Das Oklahoma City Bombenattentat, 19. April 1995. Eine zweite Bombe wurde von den Bundesbehörden in dem Gebäude gefunden. Die Explosion um 9 Uhr heute Morgen hat diesen Schaden angerichtet. Ich habe nochmal die Straße neben dem Murrah-Gebäude entlang geschaut. Ich sah ein weiteres gepanzertes Fahrzeug, als versuchten sie, diese dritte Bombe, von der gesprochen wurde, herauszubringen. Im Moment können die medizinischen Hilfskräfte aus Downtown nicht in die Trümmer, um nach Überlebenden zu suchen, weil die anderen Bomben immer noch nicht entschärft worden sind. Mir wurde von der Polizei mitgeteilt, sobald diese Bomben entschärft sind, werden die Hilfskräfte Zutritt bekommen. Jetzt hören wir von Zeugen, die schon vor der Feuerwehr hier waren, dass es möglicherweise eine zweite Bombe gab, welche abgesehen von der Autobombe außerhalb des Gebäudes im Garten platziert wurde.
Wir werden informiert, dass Präsident Clinton Antiterroreinheiten hierher beordert hat, um die Situation zu stabilisieren und herauszufinden, was genau vorgefallen ist und was die nächste Bedrohung sein könnte, nach Oklahoma City. Unglücklicherweise müssen wir darüber nachdenken, weil, wie wir sagten, zwei weitere Bomben gefunden wurden und nicht explodiert sind. Sie waren größer als die erste. Meiner Kenntnis nach wurde eine Bombe entschärft. Anscheinend war dort eine weitere Bombe und was auch immer diesen Schaden am Murray-Gebäude angerichtet hat, war eine enorme technisch ausgefeilte Explosionsvorrichtung. Soeben hat Präsident Clinton Governor Frank Keating angerufen und er sagte, dass drei FBI-Antiterroreinheiten gerade auf dem Wege nach Oklahoma City seien. Sie sagen, es ist das Werk einer professionellen Gruppe. Es ist eine technisch ausgefeilte Bombe und sie muss von einem Experten gebaut worden sein, offensichtlich, was die Art der Explosion zeigt. Das Justizministerium berichtet, dass eine zweite Bombe im AP Mara-Gebäude in Oklahoma City gefunden wurde. Dr. Randall Heather, Terrorismusexperte. Wir werden entsetzliche Dinge herausfinden, wenn die Bomben untersucht werden. Ich denke, es war großes Glück, obwohl es schwer ist, von Glück zu sprechen an einem Tag wie diesem in Oklahoma City. Aber es war großes Glück, dass wir die entschärften Bomben bergen konnten. Durch die Analyse der Zusammensetzung der Bomben werden wir in der Lage sein, die Verantwortlichen dieser Gräueltat zu finden. Die erste Bombe im Bundesgebäude ging hoch und richtete diesen Schaden an. Die zweite Bombe wurde gefunden und entschärft. Die dritte Bombe, die gefunden wurde, untersucht man gerade, wie ich soeben erfahre. Beide, die zweite und die dritte Bombe, waren größer als die erste. Die erste Bombe im Bundesgebäude ging hoch und richtete diesen Schaden an. Die erste Bombe im Bundesgebäude ging hoch und richtete diesen Schaden an. Und es ist ein weiteres Problem, diese Gruppen betreffend, dass die Exekutive als Konsequenz viel mehr Polizeigewalt fordert. Einiges davon ist höchst fraglich als Antwort auf die Oklahoma City-Explosion. Greg Nofame, ACLU-Repräsentant der Legislative. Es sollte nicht der Fall sein, dass Amerikaner sich sorgen müssen, dass ihr Telefon abgehört werden könnte. Es sollte nicht vorkommen, dass sich Amerikaner sorgen müssen, dass ihre Kreditdaten dem FBI zugänglich sein sollen, ohne dass sie in irgendeine kriminelle Aktivität verwickelt wären. Der erste Entwurf des Antiterrorismusgesetzes war so unklar, dass er den Behörden erlaubt hätte, alles als Akt des Terrorismus durch die Bundesregierung strafverfolgen zu lassen. Von der Bedrohung durch den Ehepartner per Waffe bis hin zur Blockade einer Abtreibungsklinik. Während die Antiterrorgesetze auf neue umfassende Ermächtigungen ausgerichtet sind, ist die ACLU und andere über unzählige Gesetzesermächtigungen besorgt, die der Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Diese Ermächtigungen können dem Präsidenten, den Bundesbehörden und dem Militär quasi diktatorische Machtbefugnisse erteilen. Nordhollywood, LA-Schusswechsel, Februar 1997. Wenn man mit einem beliebigen Polizeibeamten spricht, wird er schon bald auf diese Schießerei zu sprechen kommen. Februar 1997. Zwei Bankräuber in voller Kampfmontur und mit AK-47 lieferten sich einen Schusswechsel mit der Polizei auf den Straßen von Nordhollywood in Kalifornien. Es war der schlimmste Albtraum jedes Polizisten. Die Bösewichter hatten mehr Waffengewalt als die Cops. Eine der Waffen, die wir identifizieren konnten, war in der Lage, eine schusssichere Weste aus 200 Yards zu durchschlagen. Nach der LA-Schießerei haben die Anfragen nach zusätzlichen automatischen Waffen dramatisch zugenommen. Die Polizei in Los Angeles allein hat 600 M16-Gewehre erhalten. Landesweit wurde die Anzahl der ausgehändigten Waffen mehr als verdoppelt und viele Polizeibehörden gaben diese Waffen regulären Streifenpolizisten. Alles nur wegen einer einzigen Schießerei in LA. Golfkrieg und UN-Sanktionen. $1.5 Millionen Tote. Die Diagnose dieses Kindes ist nicht abgeschlossen. Er hatte anfänglich Fieber und wird immer schwächer. Wir haben gehört, dass 500.000 Kinder gestorben sind. Ich meine, das sind mehr Kinder, als in Hiroshima gestorben sind. Und war es wirklich den Preis wert? Ich denke, das ist eine sehr schwere Entscheidung. Aber der Preis, wir denken, er war es wert. Es wert, weil sie glaubt, dass die Sanktionen greifen.
Im November 1997 hat der ehemalige General Ramsey Clark eine Delegation des Internationalen Aktionszentrums geleitet bei ihrem 7. Besuch im Irak, um die andauernden Auswirkungen der UN-Sanktionen auf die Bevölkerung zu untersuchen. Was wir gesehen haben, schockierte uns. Bei fast völligem Fehlen von Medikamenten, medizinischen Geräten und Ersatzteilen für die Ausrüstung sterben trotz des heroischen Einsatzes des medizinischen Personals Neugeborene, Kinder und chronisch Kranke weiterhin in großer Anzahl. Die US-Regierung behauptet, dass Saddam Hussein die Krise verursacht hat. Doch was ist die wirkliche Ursache des Leids? Die Sanktionen. Sie sind eine Ausweitung des 1991 von den USA geführten Krieges gegen den Irak. Das Ziel war die Lähmung und Zerstörung des Irak, um das zivile Leben unerträglich zu machen. Wir demonstrierten die Kapazität der Technologie, um ein Land zu lähmen, ohne es jemals betreten zu haben, im Persischen Golf. Es ist wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, weil es Hand in Hand mit den Sanktionen geht. Wenn wir etwa sagen, dass wir 110.000 Menschen in 42 Tagen ausgeflogen haben, einen alle 30 Sekunden und 24 Stunden am Tag, dann ignorieren wir, was wir wirklich getan haben. Die offizielle Zahl der Toten lag bei 288, erwartet werden viele mehr. Die Trucks wurden fortwährend beladen und weggefahren, vorbei an den zurückbleibenden Angehörigen und Bewohnern, welche niemals die Leichen ihrer Lieben identifizieren können. Die Gemeinschaft der Elenden ist noch immer eine der ersten Vereinigungen mit Waffen, mit Leid und Trauer und mit wütenden Worten gegen die ausländischen Journalisten. Meine Mutter, sie ist tot, schrie dieser junge Mann. Diese Frau fragt, konnte euch eure ganze moderne Technologie denn nicht sagen, dass es hier nur Frauen und Kinder gibt? Bill Blackmore, ABC News aus dem Elendsviertel in Bagdad. Wir zerstörten jedes Getreidesilo, jedes Lager für Lebensmittel im ganzen Land. Wir zerstörten alle weiterverarbeitenden Anlagen der Lebensmittelplantagen, die unter anderem für den Export gedacht sind. Sogar Datteln. Der weltgrößte Exporteur von Datteln. Berühmte, verarbeitende, verpackende Fabriken für Datteln in Bagdad. Absichtlich zerstört. Wir wollten, dass sie für lange Zeit nicht in der Lage wären, sich selbst zu versorgen. Oder wo ist diese berühmte Milchpulverfabrik? Die US-Regierung sagt, dass sie in dieser Fabrik hier chemische Waffen herstellt. Ist das wahr? Nein, das ist falsch. Sie lügen. Denn dies ist Milch für Kinder. Es ist Milchpulver für Kinder. Nichts anderes? Nur das in der Fabrik? Ja. Und ihr könnt es selbst sehen. Das ist die einzige Milchpulverfabrik im Nahen Osten. Sie produzierte über 70% ihres Milchpulverbedarfs. Wir zerstörten es, vernichteten die gesamte Milch. Die Mangelernährung der Mütter gefährdete sofort alle Säuglinge. Siebzig Prozent der schwangeren Frauen im Irak leiden sogar heute noch an Blutarmut. Die Todesrate bei Kindern stieg rapide im Vergleich zu 1998, dem letzten Jahr vor den Sanktionen. Eine der häufigsten Todesursachen heutzutage unter irakischen Kindern ist Durchfall und Dysenterie durch das unbehandelte Trinkwasser. Iraks Wasseraufbereitungsanlagen wurden während des Krieges schwer bombardiert und viele, die repariert wurden, sind funktionsuntüchtig. Die UN verbot den Import von Ersatzteilen und Chlor in den Irak zur Wasseraufbereitung. Wir sahen die Auswirkungen dieser Politik in den Krankenhäusern. Das ist der zweite blutige Durchfall und Enzephalitisfall, verursacht durch Trinkwasserkontaminierung. Er ist unterernährt, kraftlos, untergewichtig und unterentwickelt. Durchfall und Brechanfälle. Wenn man die Bedingungen für diese Kinder sieht, so etwas sollte nirgendwo geschehen. Es wurde durch die Sanktionen verursacht, auf denen die US-Regierung beharrt.
Im scheinbar ausweglosen Kampf ist die Lösung all dieser Probleme einfach. Die einzige Waffe, die sie gegen uns haben, ist das Zurückhalten des Wissens über unsere wahre Natur. Der Alltag, den wir mit unseren fünf Sinnen erfassen, ist nicht die Realität. Der Quantenphysik zufolge sind Raum und Zeit nur Illusionen der Wahrnehmung. Deshalb können unsere Körper nicht wirklich real sein, wenn sie den Raum ausfüllen. Ernest Rutherford führte ein Experiment in Manchester durch, welches ihm das Innenleben eines Atoms offenbarte. Wissenschaftler mussten schockiert feststellen, dass das Atom ein fast vollständig leerer Raum ist. Die Frage kam auf, wie kann dieses leere Atom die feste Welt um uns herum erzeugen? Unser wahres Bewusstsein existiert nicht in unseren Gehirnen oder Körpern. Jedoch hat die Illusion, unsere Körper seien getrennt voneinander, zusammen mit der Desinformation über unsere wahren Wurzeln die Idee manifestiert, dass wir alle unabhängig voneinander denken. Durch dieses Missverständnis erscheint es unmöglich, wissenschaftlich Telepathie, Hellsehen, spirituelle Medien und andere Phänomene, die mit der Übertragung von Informationen zwischen Quellen ohne physischen Kontakt zusammenhängen, zu erklären. Aber wenn ihr versteht, dass ein gemeinsames spirituelles Band zwischen allen Dingen des Universums existiert und dass wir alle Teil einer einzigen göttlichen Intelligenz sind, dann ist kein Phänomen unerklärbar. Dieses einfache Verständnis füllt alle Lücken der modernen Religion. Es erklärt Reinkarnation, Déjà-vu, Prophezeiungen und buchstäblich jedes Ereignis, jede Erscheinung oder Anomalie, die je erfahren worden ist. Die leere Materie innerhalb der einfachsten Bausteine der wahrnehmbaren Existenz ist formbar und wird durch Absicht geformt. Dies bedeutet, Bewusstsein formt unsere Realität. Es erscheint für die meisten schwer zu akzeptieren, und das ist ziemlich verständlich. In unserer Zeit wird uns von frühester Kindheit an gelernt, wie man rational und objektorientiert denkt. Das ist eine stark durch die linke Hirnhälfte dominierte Methode und sie hat mehr schädliche als positive Auswirkungen. Die linke Hirnhälfte bewältigt Logik, Details, Fakten, Muster, praktisches Denken, Wissenschaft und Mathematik. Die rechte Hirnhälfte hingegen befasst sich mit Gefühlen, Intuitionen, Symbolen, Bildern, Risikobereitschaft, Philosophie und Religion. Durch die vorsätzliche Erzwingung eines durch Regierungen kontrollierten Lehrplans wurden Generationen um Generationen von Jugendlichen gelehrt, sich nur auf Fakten, Modelle und Zahlen zu fokussieren. Wiederholung wird eingesetzt, um Kinder unterbewusst zur Akzeptanz des Gelehrten zu bewegen. Kinder werden nicht dazu ermutigt, die Richtigkeit der empfangenen Informationen zu hinterfragen. Diejenigen, die es dennoch tun, werden verhöhnt. Wie auch immer, Kinder, die Informationen blindlings als wahr akzeptieren und lediglich auf Kommando wiedergeben, wenn es Zeit für einen Test ist, diese Kinder werden zu Leitern und Entscheidungsträgern in unserer Regierung, im Gesetzwesen, Medizin, Wirtschaft und jedem anderen Berufsfeld mit Macht und Prestige. Die schädlichste Auswirkung der Abkehr vom ganzheitlichen Denken in unserem gesamten Gehirn hin zu einem strikt linkslastigen Denken ist bekannt als die Unterdrückung des Femininen. Jeder Mann und jede Frau haben sowohl weibliche als auch männliche Eigenschaften. Dies hat nichts mit dem Mann-und-Frau-Schema zu tun. Sie werden durch die linke und rechte Hirnhälfte repräsentiert. Yin und Yang, schwarz und weiß, hell und dunkel und fast alle anderen. Beide sind lebensnotwendig für unsere geistige und physische Gesundheit. Im antiken Ägypten waren Frauen die rechtmäßigen Anwärter auf den Thron. Der Mann, den sie heiratete, wurde zum Pharao. Dies verdeutlicht die göttliche Tradition, welche zerstört wurde, um für die patriarchale, männerdominierte Gesellschaft in den zahlreichen Glaubensgemeinschaften den Weg zu bahnen. Durch die Unterdrückung des Femininen in jeder Gesellschaft und den Zwang zu linksdominierten Denken ging die natürliche Fähigkeit der Menschheit verloren, die kosmische und persönliche Energie zu fühlen. Traditionen, durch die Schamanen, Naturheiler, Magier, Hellseher und Propheten aller Art weitergegeben, wurden geächtet, verhöhnt und als etwas aus einem Hollywood-Film abgetan. Jede Religion verkündet, dass wir alle Kinder Gottes sind und die Göttlichkeit in uns tragen. Wenn man das Konstrukt des vermenschlichten Gottes fallen lässt und versteht, dass Gott nicht mehr als ein spirituelles Netz ist, das alle Dinge verbindet, dann ergeben alle religiösen Schriften plötzlich viel mehr Sinn. Unsere Körper sind lediglich Gefäße, die unseren Geist enthalten und zum Sammeln von Erfahrungen dienen. So ist die Evolution erst möglich. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass alle Wesen sich zu immer komplexeren Wesen entwickeln.
Ein angeborenes Wissen oder Artengedächtnis erklärt bei allen Lebewesen die Fähigkeit, dass Neugeborene automatisch spezifische Details und Eigenschaften verstehen, die ihnen ihre Mutter nicht mehr beibringen muss. Aus diesem Grund hilft das angeborene Wissen jeder Spezies, sich auf natürliche Weise zu immer komplexeren Organismen zu entwickeln. Lyle Watson behauptet, dass ein japanischer Wissenschaftler den sogenannten Effekt des 100. Affen 1952 entdeckt hat. Bei dieser Beobachtung fand er heraus, dass, sobald eine bestimmte Anzahl der Affen eine neue Eigenschaft erlernt oder entwickelt, dieses Wissen zu einer angeborenen Fähigkeit dieser Spezies wird. Das ist ein weiterer Beleg für kollektives Bewusstsein unter den Lebewesen. Alles in Existenz besitzt eine natürliche Eigenvibration von den Atomen bis zur Unendlichkeit des Universums. Um die einfache Verbindung zwischen der Erde und unseren Körpern zu veranschaulichen, kann man die harmonischen Schwerpunkte unseres Körpers betrachten, besser bekannte Chakren. Genauso wie es auf der Gitarrenseite harmonische Klangpunkte gibt, gibt es Stellen in unserem Körper, an welchen unsere Vibrationen zusammenlaufen. In östlichen Philosophien gibt es 7 Chakren, die benutzt werden, um Gesundheit und Balance in unserem physischen sowie spirituellen Körper zu bringen. Unsere Erde hat ebenfalls 7 Chakrenpunkte, die sich an voneinander gleich weit entfernten Orten befinden. Es gibt einen Chakrapunkt auf jedem Kontinent. Das Wurzelchakra ist in Mount Shasta, Kalifornien. Das Sexualchakra ist auf der Insel der Sonne im Titicacasee in Südamerika. Das Solarplexuschakra ist in Lyra-Kette Juta in Australien. Das Herzchakra ist in Glastonbury oder Shaftesbury in England. Das Halschakra ist bei den großen Pyramiden in Gizeh, Ägypten. Das Kopfchakra ist in Kuh-e-Malik Zia im Iran und das Scheitelchakra ist am Mount Kailas in Tibet. Wissenschaftlich ist dies durch den Kern unserer Erde zu verstehen, welcher aus einem flüssigen Metallkristall mit der Resonanzfrequenz von etwa 7 Hertz besteht. Energiewirbel existieren überall dort auf der Erde, wo elektromagnetische Energie ausströmt. Es gibt ebenso einige sekundäre Wirbel entlang des Äquators, wo seltsame Anomalien wie Radio- und Kompassstörungen auftreten, sowie Flugzeuge und Schiffe verschwinden. Sie haben vielleicht von einigen gehört. Also sind die nicht greifbaren Aspekte unserer Existenz, wie Emotionen, nichts weiter als Teile der wahren Realität des höheren Bewusstseins. Wenn Emotionen Teil der Wirklichkeit sind, die wir nicht mit unseren Sinnen erfassen können, wie kommt es dann, dass wir uns unserer Emotionen bewusst sind? Was die meisten Menschen für Emotionen halten, sind nicht wirklich die Emotionen selbst. Was wir spüren, ist die physische Manifestation dieser Emotionen. Zorn beispielsweise verursacht Störungen in der Psyche, die sich im Ego widerspiegelt. Diese Manifestationen bewirken ein Ansteigen des Herzrhythmus, eine Erhöhung der Körpertemperatur und erzeugt viele andere physische Merkmale, die Zorn kennzeichnen. So wie Musik aus dem Radio die physische Manifestation eines ungreifbaren Signals ist, ist unsere Erfahrung von Emotionen ebenfalls die physische Manifestation eines ungreifbaren Signals. Unsere Emotion kann jeweils einer Vibrationsfrequenz zugeordnet werden. Darüber hinaus gibt es nur 2 Emotionen, welche die Menschheit erfährt: Angst und Liebe. Alle anderen Emotionen zweigen entweder direkt oder indirekt von diesen beiden Emotionen ab. Angst hat eine langweilige und langsame Vibrationsfrequenz, während Liebe eine kurzwellige und hohe Frequenz hat. Um zu beweisen, dass Schwingungen die Grundlage unserer Existenz sind, hat Hunt Jenny 1940 die sogenannte Chromatik entwickelt. Diese zeigt Folgendes: Wenn eine Klangvibration die Form eines Mediums durchdringt, erhält man ein feststehendes Strukturmuster in dem Medium. Wenn sich die Frequenz erhöht, ordnet sich das Medium zu einem komplexeren Muster. Genau das geschieht auch mit unserer Erde und der Menschheit. Es gibt 64 mögliche Kodierungen der Aminosäuren in unserer DNA-Struktur, bestehend aus 4 Elementen: Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff. Rein logisch gesehen sollten alle 64 Kodierungen innerhalb unserer DNA aktiviert sein. Dennoch haben wir gegenwärtig nur 20 aktive Kodierungsschlüssel. Und von den 64 Möglichkeiten scheinen nur 20 davon im Moment für uns freigeschaltet zu sein, die 20 Aminosäuren. Es existiert wohl ein Schalter, der an den Stellen ein- und ausschaltet, an denen diese Kodierungsschlüssel liegen, und der Schalter für dieses Ein- und Ausschalten ist das, was wir Emotionen nennen. Und das ist das erste Mal, dass wir jemals die Muster der Emotion direkt mit dem menschlichen genetischen Material in Zusammenhang bringen können. Nun, Angst ist eine lange, langsame Welle der Emotion.
eine lange, langsame Welle und berührt relativ wenige Punkte an der DNA. Demnach sind ängstliche Individuen limitiert durch die Anzahl der Antennen, die zur Verfügung stehen, im Gegensatz zu Individuen, die im Muster der Liebe leben. Das ist Liebe. Und man kann sehen, dass sie eine höhere Frequenz und kürzere Wellenlänge hat. Wir haben somit mehr potenzielle Stellen für die Kodierung entlang dieses genetischen Musters. Diese Information ist erstaunlich. Das ist das erste Mal, dass wir jemals einen greifbaren digitalen Zusammenhang zwischen Emotion und Genetik haben. Das ist wichtig zu verstehen, weil ein anderer Wissenschaftler namens Vladimir Pokunov die Elementarteilchen des Lichts, bekannt als Photonen, in einer Vakuumröhre untersucht und vermessen hat. Die Photonen verstreuten sich wie erwartet in der Röhre. Eine DNA-Probe wurde dann in der Vakuumröhre platziert und die Photonen wurden noch einmal vermessen. Man stellte fest, dass sich die Lichtteilchen entlang der DNA-Achse angeordnet hatten. Dann, als sie die DNA-Probe entfernten, blieben die Photonen in derselben geordneten DNA-Form bestehen, obwohl die DNA selbst nicht mehr da war. Das ist bekannt als das Phantom-DNA-Experiment. Die Wissenschaft hat nun eine wichtige Lücke zwischen dem physischen und dem himmlischen oder spirituellen überbrückt. Unsere Emotionen beeinflussen direkt die Struktur unserer DNA, welche direkt die physische Welt formt, die wir jeden Tag erleben. So sind die Botschaften der Vorfahren, die angesprochen worden sind, mehr als nur Prophezeiungen über eine Weltregierung oder neue Weltordnung. Jetzt verstehen wir, weshalb das Erforschen der Himmelskörper so wichtig war. Die Rotation und der Orbit, welcher unser Universum erzeugen, dienen als eine Uhr, um Veränderungen und Übergänge zu kartografieren. Das half unseren Vorfahren zu verstehen, dass Veränderungen in den Himmelskörpern ein Spiegel zu den Veränderungen in aller Existenz sind. Der 21. Dezember 2012 ist einfach der natürliche Übergang von einer Energieform zur nächsten, die metaphysische Evolution der Menschheit. Dieses Datum ist bekannt als Nullpunkt. Unsere Sonne sowie unser Planet Erde verlieren ihr magnetisches Feld, wobei die Erde ihre Rotation verlangsamt. Währenddessen erhöht sich die Grundresonanzfrequenz, auch bekannt als Schumann-Resonanz, in Übereinstimmung mit der Sequenz der Fibonacci-Theorie. Auf der zellulären Ebene werden unsere Körper vom elektromagnetischen Puls angesprochen. Die Vorfahren nannten es die heilige Verbindung. Die Zellen empfangen diesen Puls vom Gehirn, welches seinen Puls vom Herz empfängt, welches seinen Puls von der Erde empfängt. Dieser Puls kommt vom Sonnensystem, welches seinen Puls wiederum von der Galaxie empfängt, welcher letztendlich vom gesamten Universum kommt. Wir teilen buchstäblich denselben Puls mit allen in der Existenz. Noch ein Beispiel dafür, dass alles eins ist. Seit dem Beginn der Aufzeichnung des Erdpulses blieb er bei ungefähr 7,8 Zyklen pro Sekunde. Das war eine konstante, feste Zahl bis 1986-87. 1996 erhöhten sich die Zyklen rapide auf etwa 9 Zyklen pro Sekunde. Innerhalb eines Jahrzehnts hat es sich also um 1,2 Zyklen pro Sekunde erhöht. 2012 wird er bei 13 Zyklen pro Sekunde liegen, genauso wie es die Fibonacci-Theorie voraussagt. Was bedeutet das für die Menschheit? Wie die Kymatik gezeigt hat, dass höhere Frequenzen in komplexeren Mustern resultieren, erfahren wir soeben eine große Veränderung in der spirituellen sowie physischen Vibration. Es ist schwer vorauszusagen, was genau mit unseren physischen Körpern passieren wird, aber die alten Schriften der heidnischen und monotheistischen Religion, mystischen Lehren und Geheimgesellschaften haben alle Hinweise darauf gegeben, was und wie diese Erfahrung sein wird. Das wird eine Zeitenwende sein, die transzendierende Periode der monumentalen Veränderung der Menschheit. Diejenigen, die nicht auf diese Veränderung vorbereitet sind, werden wahrscheinlich nicht in der Lage sein, mit den rapiden Veränderungen in der Psyche fertig zu werden. Der einzige Weg, sich auf das Kommende vorzubereiten, ist das, wonach wir unser Leben lang gesucht haben: Wahrheit. Nicht die Wahrheit über Regierungen, Kommerz, Religion, Terrorismus oder irgendetwas Äußerlichen, sondern die Wahrheit in uns selbst, in unserer Psyche und unserem verborgenen Ich. Insbesondere in westlichen Kulturen wird uns beigebracht, dass normal zu sein bedeutet, immer glücklich und nie traurig zu sein, nur liebend und nie wütend zu sein, nur verzeihend und nie eifersüchtig. Das hört sich plausibel an, aber das ist es nicht. Wir sollen unsere negativen Emotionen nicht unterdrücken, nur weil es Ungleichgewicht erzeugt. Um unsere Emotionen zu beherrschen, müssen wir sie annehmen, nicht bekämpfen. Wir müssen sie anerkennen und ihnen erlauben, ihren Zweck zu dienen, damit wir von ihnen lernen können.
Die alte Aszene-Kultur hinterließ ihre Lehren vor mehr als 6000 Jahren. Sie lehrte, dass unsere Beziehungen miteinander, mit dem Universum, den Situationen und Ereignissen Spiegel der Teile unserer Psyche sind, die geläutert werden müssen. Der Autor Greg Braden erklärt diese Erkenntnis auf wunderschöne Weise in seinen Arbeiten. Seine harte Suche, um diese Themen zu verstehen, hat viel zur Verschmelzung zwischen Wissenschaft und Spiritualität beigetragen. Folgendes ist sehr wichtig zu verstehen: Wenn ihr Angst vor Verlust, Angst vor Tod, Angst vor Krieg und Terror oder Veränderung habt, dann ermöglicht ihr anderen, euch durch eure Ängste zu kontrollieren. Wenn ihr Armut oder Rassismus bekämpft, wenn ihr für Beziehungen oder für Frieden kämpft, versucht ihr äußerlich, das zu unterdrücken, was euch vorgehalten wird, um es in euren Inneren zu beherrschen. Diese Situationen sind Spiegel unserer Ängste. Deshalb ist es wichtig, zu lieben und nur zu lieben. Liebt alle, die bei euch sind, aber besonders all jene, die gegen euch sind. Betrachtet eure Ängste nicht als Bedrohung, sondern versteht vielmehr, dass diese materielle Welt nur die physische Manifestation von entweder Liebe oder Angst in eurem Bewusstsein ist. Es ist sonnenklar. Alles, was ihr in eurem Leben beherrschen müsst, ist in euch selbst. Wenn ihr verstehen wollt, was eure wahren inneren Ängste sind, dann analysiert eure Bestrebungen und Hemmungen. Alles, was erklärt wurde über die esoterische Agenda der Elite von einigen wenigen an der Spitze, muss nicht gefürchtet werden. Sie arbeiten seit Jahrtausenden daran, hinter den Kulissen, um die Menschheit zu manipulieren, und das hat funktioniert. Bis jetzt. Es ist sehr einfach für ein beliebiges Glaubenssystem, Religion oder was auch immer, sehr einfach mit unseren Ängsten zu spielen und zu versichern, dass alles gut ist. Man kümmert sich um uns und wir schlucken das. Aber gebt nicht den Religionen die Schuld, gebt euren eigenen Ängsten die Schuld, denn sie haben es der Religion erlaubt zu florieren und sie haben so vielen entmachteten Ideologien zugestanden, während der ganzen Menschheitsgeschichte zu florieren. Deshalb können wir nicht entfliehen. Ron Sigley, Vorsitzender der Abteilung Chemie an der Universität von Kalifornien in Berkeley, hat gezeigt, dass die DNA als Antenne für die Regulierung der Zellen fungiert. Die DNA funktioniert primär, so sagten sie zumindest, als ein Empfänger und Sender von Photonen, Licht und Phononen, Klang. Zelluläre Hochregulierung. Die Wassermoleküle, die pyramidalen Kräfte und den energetisierenden Strang der DNA nehmen die spirituelle Energie der Vibrationen der Liebe auf und senden sie hinaus für die Manifestierung in dem Quantenfeld der physischen Materie des Körpers. Das sind Herzfrequenzen oder Zyklen pro Sekunde, mit deren Hilfe Musiker ihre Instrumente umstimmen können, um zu spielen, zu experimentieren. Warum? Noch einmal, das ist die musikalische Tonleiter des Schöpfers, das originale Solfeggio, verborgen für 3000 Jahre in der Bibel. Also hatten die alten Priester, die wussten, wie man große Steine für den Bau der Pyramiden schweben lassen konnte, freimaurerisches Wissen, das dem vom Ägypten noch vorausgeht, die Fähigkeit, diese Informationen umzusetzen. Diese Frequenzen dienen der Funktion der Erschaffung, Zerstörung und Erzeugung von Wundern im Namen ermächtigter Menschen, die Zugang zu diesen Informationen hatten. Ich erzähle all das wegen dieser Metapher. Das ist der Unterschied zwischen der Macht unseres Schöpfers und allem anderen, insbesondere dem Bösen. Man kann in einen stockfinsteren Raum voll mit Bösen gehen, voller Dunkelheit und eine Kerze anzünden. Und sofort verschwindet die Dunkelheit. Aber man kann nicht das Gegenteil tun. Man kann nicht in einen hell erleuchteten Raum voller Wahrheit und Weisheit und Rechtschaffenheit und Freude und Harmonie gehen, mit der Kraft des Universums. Man kann nicht etwas Dunkelheit nehmen, in einem erleuchteten Raum gehen und überhaupt eine Auswirkung erzielen. Das ist eine Metapher, an die ich oftmals denke, wenn ich mich sorge, dass ich nicht mächtig genug bin. Das ist die größte Lehre für mich und ich denke, für jedermann zu wissen, dass wir auf der Gewinnerseite sind und dass wir am Ende gewinnen werden. Während ihr euch das anschaut, versteht, dass es keinen Kampf zu kämpfen gibt, keinen Krieg zu führen gibt, keine Waffengewalt muss angewendet werden, kein Finger muss erhoben werden. Die meisten Menschen wundern sich, wie eine einzige Person eine Veränderung bewirken kann.
Sie fragen, wenn das alles so einfach wäre und diese Informationen verfügbar sind, warum hat bisher niemand seine Ängste zu überwinden gelernt und die Welt für alle verändert? Das ist das schwierigste und zugleich schönste Rätsel, dem man sich stellen kann. Eure Realität beeinflusst euch selbst und nur euch. Eure Neugier hat euch zu dieser Art von Information geführt, um einer speziellen Bestimmung in eurem Leben zu dienen. Um visuell zu verstehen, wie das Universum ein Hologramm sein kann, entwickelte ein Mathematikprofessor an der Yale-Universität eine Formel, die, wenn in ein Computerprogramm eingegeben, nach ihm benannt als Manobret-Satz, ein scheinbar chaotisches Muster darstellt. Doch egal wie weit man die Struktur des Musters vergrößert, findet man immer wieder dasselbe Muster innerhalb des ganzen Musters. Jedes Fraktal, unendlich aufgeschlüsselt, reflektiert immer das Ganze. Wenn ein Fraktal sein Muster ändert, so ändert sich das gesamte Muster dementsprechend. Das veranschaulicht, dass nicht die gesamte Welt aufgeweckt werden muss. Es gibt keinen Wettstreit darüber, inwiefern man 6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten informieren kann. Es ist nur wichtig, dass ihr persönlich lernt, euren inneren dominanten Ängsten zu überwinden und lernt zu lieben. Wenn ihr eure Ängste als das betrachtet, was sie eigentlich sind und eure Emotionen meistert, dann und nur dann werdet ihr wirklich frei sein. Was wirst du tun? Thank you.